Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem neuen Let's Play Spezial mit Alex und Pete. Ja, und wir spielen heute XCOM, das Brettspiel. Die Erde ist in akuter Gefahr, Aliens greifen die Erde an und ja, wir die beste Wahl. Es wurden mutige Helden gesucht, die Erde verteidigen, und weil man keine gefunden hat, sind wir jetzt hier. Ja, und versuchen halt unser Bestes zu geben. Ja, wir sind dabei, nehmen wir verschiedene Rollen ein. Es war ein rein kooperatives Spiel, trotzdem ist jeder von uns Vieren hier für einen anderen Bereich zuständig. Ich bin der Central Officer, kümmere mich um die Kommunikation, um Aufklärung. Das heißt, ich werde UFOs, die auf dem Spielplan erscheinen, platzieren. Ich werde den Orbit mit Satelliten versuchen zu verteidigen. Und ich werde diese Bedrohungsanzeige hier verwalten. Das sind so meine Hauptaufgaben beim Kampf um die Erde. Ja, man mag es kaum glauben, ich bin der Forschungsleiter. Ja. Ich kümmere mich also hier beim Feldschütz in die Schule. In den einzelnen Forschungsabteilungen um unterschiedliche, ja, tolle Dinge, die wir hier erforschen können, die quasi den anderen bessere Fähigkeiten geben. Und außerdem, wenn wir dann Aliens dann irgendwie doch besiegen, dann bekomme ich die Überbleibsel, die Artefakte, und damit kann ich dann weiter hier meine Forschung betreiben. Also ich bin hier ein totaler Teamplayer. Hier, da, Reverse Engineering. Ja? Deine drei Forschungslabore, die jetzt noch leer sind. Da wird noch nichts gemacht, ändert sich noch. Ja, ich werde den Einsatzleiter hier das übernehmen. Diese schmallippigen Militärs. Und wähle damit sozusagen die Einsätze aus, in die wir unsere Truppen schicken. Du hast die coolsten Miniaturen auf jeden Fall. Ich habe auch welche. Ich wähle auf jeden Fall die, die Feinde aus, die hier erscheinen, und auch die Truppen, die unser Hauptquartier hier verteidigen. Mhm. Und werde vielleicht auch die eine oder andere Krise bewältigen können mit meiner Spezialfähigkeit. Wir werden sehen. Pete ist also schuld, wenn wir nur doofe Feinde kriegen. Ja, ich bin der Mann fürs Grobe. Ja. Na? Ja, und ich bin natürlich der Commander, das ist ja klar. Aber das Hauptding ist einfach, dass ich auf dem Geld sitze. Hier, natürlich. Habt ihr mir das auch richtig gezählt? Ja, 10, ne? Hier, erstmal habe ich hier meinen Notfallfonds, der ist schon gut gefüllt mit 10, das wird sich aber schnell ändern. Ich muss halt aufpassen, dass ihr Honks nicht mehr ausgibt, als ich halt. Das sind nur Geld hier normalerweise. Ja. Hallo? In Forschung muss Geld investiert werden, ne? Aber deine Leute brauchen auch Außerdem, außerdem kommandiere ich natürlich ohne unsere Satelliten. Kein Fernsehen. Ich kommandiere unsere geilen Abfangjäger, die halt hier gegen UFOs kämpfen. Die UFOs abschießen können. In der Theorie zumindest. Ihr seht schon, für wen XCOM nichts ist. Man kann danach trotzdem mit den Teilen spielen. Und ich muss hier diese Krisenkarten ziehen. Genau, die kommen erstmal daneben, weil hier ist nur der akute Krisenstapel. Ja, und im Grunde genommen kostet natürlich alles, was wir tun und lassen, Geld. In jedem Bereich müssen wir Geld ausgeben, und das Geld ist knapp. Letztlich ist alles wichtig, und ja, wir müssen überall gut sein, in all diesen vier Bereichen, und mit gemeinsamer Stärke die Alien-Invasion zurückzudrängen. Das Ganze ist ein Spiel von Fantasy Flight Games, in Deutschland im Vertrieb beim Heidelberger Spieleverlag von Eric M. Lang. So. Ja. Und das Ganze geht über die App. Hier gibt es noch eine App, weil es gibt ja immer zwei Phasen in jeder Runde. Eine Echtzeitphase, in der wir hektisch uns hoffentlich anbrüllen werden, ja, und die Verschiedenheiten in Sekundentakt beilegen werden. Eigentlich streiten wir nur ums Geld. Ja, genau. Und wenn er sich mit fragt, warum ich so still bin, ich muss viel lesen auf meinen Forschungskarten. Dann kommt eine Auswertungsphase, wo wir dann wieder ein bisschen zu Atem kommen und die Dinge, die wir hoffentlich richtig geplant haben, auch mit tollem Würfelglück, ja. Lass uns einfach die Erde retten. Alles zum großen Erfolg für Bis jetzt war mein Würfelglück noch nicht so großartig, aber das kann sich ändern. Ja, und wir probieren es einfach. Ja. Weil wir sind ja ehrlich, man sieht es ja auch hier, die Kamera ist auch nicht, die spielen auf einfach, Entschuldigung. Mal gucken, es wird trotzdem heftig. Und haben uns aber dafür für Täuschungsmanöver entschieden. Da wäre der negative Effekt, der passieren kann, zwei UFOs erscheinen im Orbit. Mhm. Also ist quasi sozusagen die passiert, Mission. Wie es passiert, wenn dieser Stützpunkt entsprechend Schaden bekommt. Ja, genau. Wenn der Stützpunkt hier oder hier Schaden bekommt, dann erscheint ist hier der negative Effekt der Mission quasi oder Einsatz oder wie auch immer. Ja. Und Schaden bekommt der Stützpunkt, wenn in Aliens angreifen, was sie ständig. Wenn der Einsatzleiter mal wieder auf die Zustand. Weil das was so ist, was wenn wir einfach überrannt werden, dann ist das so. Für alle, die sich mit dem Spiel auskennen, wir bekommen es zu tun mit Außenweltlern, Schwebern und dünnen Männern. Also wie der übliche Alltag. Und ich finde, hier drin. Dünne Männer klingt wirklich mit Abstand am gruseligsten. Ja. Der Stützpunkt liegt in Südamerika, der XCOM, das XCOM-Hauptquartier.
und unser Commander verfügt über die Ausstattungskarten gewusst wie Offiziersschule und Notfallfonds. Die Offiziersschule ist sehr wichtig. Ja, Offiziersschule kann ich schön hier deine Leute ausbilden, damit die ein bisschen mehr können. Das müssen wir auch machen. Okay. Nicht so vieles in dem Spiel. Die anfängliche Panik auf den Kontinenten haben wir schon vorbereitet. Zwei Kontinenten geht es schon jetzt gar nicht besonders gut. Die haben wir hier, Australien und was ist es? Ja. Asien? Mhm. Asien. Mhm. Asien, alles klar. Das ist ja der Central Officer. Wo soll ich das beruhigen? Ich bin im Labor, ich weiß, mir ist egal, ob ich in Asien bin. In roter Schrift steht hier, tippen Sie auf Start, um mit der Echtzeitphase zu beginnen. Achten Sie darauf, dass der Spielaufbau vorher abgeschlossen ist. Ist er das? Das sind noch ein paar Erfolgsmarker. Ja, die brauche ich, damit ich die hier markieren kann. Okay, ihr seid bereit? Wir sind bereit. Natürlich sind wir bereit. Start. Beginne mit Runde 1. Yeah. 4, 3, 2, 1. Wunderbar. Neue Technologie verfügbar. Ich habe 6 aufgezogen, du darfst klicken. Noch 6 Karten, noch 5 Sekunden. Ja, mach mal, ist alles gut. 14 Credits sind die Finanzen von XCOM, Herr Commander, noch 5 Sekunden. Bitte schnell aus der Hand. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Krise, Herr Commander, 16 Sekunden Zeit. 2 Krisenkarten ziehen, eine davon auswählen, noch 10 Sekunden Zeit. Commander? Ja, was Krise? Ja, ich muss 5 Sekunden. Teuer. Ja, okay. In Nordamerika wird die Panik um 1 steigen. UFO-Kontakt, das bin ich, Central Officer. Ich werde 2 UFOs platzieren. Also die Krise ist nicht so. Ja. In Afrika hast du gesagt? Nordafrika. Nordamerika. Richtig? Bin ich richtig? Ja. Oh, du hast die Zeit. Krise. Alles ist gut. Krise, ja. Also bleiben Sie ruhig. Ich scheine ja soldatenmäßig. Wir wissen ja noch gar nicht, was für Soldaten. Ist auch in Ordnung. Okay, also Europa wird Feind mal in Stützpunkt eingedrungen. Dann haben wir hier einen Schweber. 30 relativ einfach. Brauchen wir noch Scharfschützen für? Okay. Forschung 3 zuteilen. Forschung 3. Da mache ich mal bei einem Feind Einsatzwürfel. Hier, eine Berüstung mache ich da mal und ich gebe der einen dazu. Ein Forschung, das wird hoffentlich erforscht. Noch 5 Sekunden. Also in jeder Runde können wir mehrere Sachen erforschen. Mach mal, das war davon. Mehr. Einsatz wählen. Ja, dann würde ich mal hier einen Einsatz. In jeder Runde können wir verschiedene wird immer ein Einsatz gewählt. Und zwei Soldaten mal 3 Geld, das hätten wir gerne. Der besteht aus 3 Einzelmissionen, die können wir dann versuchen abzuschließen. In Australien sind die Panik um 2 definitiv besser. Fertig. Noch 12 Sekunden, wir können mal kurz in uns gehen. Und du kannst Forschung. Ich werde mal eine die UFO-Verfolgung machen. Da kannst du nämlich zusätzliche Würfel geben. Die ist zwar auf Platz 1. Du hast die ist relativ hoch. Ich würde einfach mal 2 hier nehmen. Ja. Wenn das in Ordnung ist, mit 2. Ja, deswegen nehme ich erstmal 2. Ich nehme erstmal nur 2. Ja, mach weiter. Krise, Commander, noch 15 Sekunden. Du darfst dir mal hier das nehmen. Ich habe dieses gewusst wie genommen. Du kriegst ein Artefakt. Weil das eine Spezialfähigkeit wie aktiviert hat. Und wir haben noch 7 Sekunden zum Auswählen der Krise. Ja, ein Soldat wird getötet hier, wenn. Das kann ich nicht hier. Ja, dann mach das. Not. Aber es passiert ja jetzt noch nicht. Ja, mach das. Er kann es nur in der Echtzeitphase negieren. Genau. Achso, verstehe. Notfallfonds. Notfallfonds darfst du jetzt. Tja, wir haben echt viel Zeug. Also ich glaube, ich nehme jetzt erstmal nur. 3? 3 Credits aus dem Notfall vor. Da liegen 10 Credits, das aber auch wird selten was hinzukommen. 15, also jetzt haben wir 5 Sekunden. 17. Ich tausche mal 2 Karten. Und noch eine Krise. Du nutzt hier meine Fähigkeit Forschungsabteilung, 2 Karten abgelegt. Die Werkstatt. Der Stützpunkt wird einen Schaden nehmen, sonst würden alle Kontinente um 1 Panik erhöhen. Aber Stützpunkt einen Schaden ist, glaube ich, okay. Einsatztrupp losschicken. Das heißt, auf den gewählten Einsatz müssen jetzt Leute losgeschickt werden. Es gibt in 4 verschiedenen Symbolen sind diese Leute ausgerüstet. Die beiden werde ich auf jeden Fall nehmen, weil einer davon hat dieses starke Symbol dabei. Also 10 Sekunden. Wir haben 17 Geld. Ja. Jetzt ist die Frage, ich würde halt noch einen rausschicken. Geld ist gut und ich habe noch eine tolle Sache hier nämlich gefunden. Nee, die können Waffenfragmente erforschen. Bleib fertig. UFO-Kontakt. In unseren 2 Lieblingskontinenten. Die ist schon. Thematisch. 4 Sekunden. Das heißt, da müssen wir was tun. Da werde ich abfangen. Leider nochmal eine Krise, Commander. 15 Sekunden zum Auswählen. Du kannst uns auch natürlich fragen, wenn da irgendwas unklar sein sollte. Okay. Weil nehme ich immer die harten Dinger. 5 Sekunden. Die Hälfte des Notfallfonds, aber den kann ich. Ach nee, den kann ich ja da. Nein, das machen wir nicht. 2 Sekunden. Aber in Asien steigt sie um 1. Du musst dich entscheiden. Ja, dann musst du in Asien um 1 steigen. Die Zeit war abgelaufen. Das heißt, Feind in den Schiffspunkt eingedrungen. Schnell. Ja, ist er. Krise, schnell.
Noch eine Krise. 5 Sekunden. Leg eine hin. Leg irgendwas hin. Leg hin. Vorbei. Leg was das hin. Forschung 2 zuteilen. Ich würde hier auch mal 2. Kann ich noch? Ja, insgesamt ja, bin ja. ich bei 5. Oh, okay. Wir haben Geld. 10 Sekunden. Wir haben Geld. Wenn wir eins haben, dann Geld. Der Stützpunkt verteidigen, das bedeutet, hier sind 2 Monster eingedrungen und unser Einsatzleiter Pete kann jetzt Einheiten. Da würde ich einfach mal den schwer bewaffnet nehmen, weil der den auf jeden Fall kann. Und ich brauche noch einen Scharfschützen. 12 Sekunden, alle Zeit der Welt. Naja, die Truppen sind schon mal positioniert. Ich könnte jetzt noch einen hinstellen, falls was kommt, aber. 5 Sekunden. Fertig. Abfangjäger starten. Vor allem um die 2 Kontinente, bitte kümmern. Jetzt starten die Abfangjäger, die der Commander finanziert und kontrolliert, die UFOs hoffentlich wieder aus unseren Kontinenten verbannen. Noch 11 Sekunden. Ich probiere es einfach mal. Das ist ganz schön teuer alles, aber gut. Ich habe hier versucht, das... Satelliten starten, da ist da noch nichts, aber ich würde trotzdem... Wie viel Geld haben wir denn noch? Achso, jetzt haben wir noch 2. Ein Satellit auf jeden Fall, okay? Ein Satellit, das ist schon wirklich Spaß haben. Okay. Aber der kommt doch immer... Feind in Stützpunkt eingedrungen. Ai, da haben wir noch einen und diesmal ist es ein Außenweltler. Mhm. Immer diese Außenweltler. UFO-Kontakt. Da haben wir jetzt natürlich nichts hingesetzt. Das hätte man. Die Echtzeitphase ist damit beendet. Wir können einen Augenblick durchschnaufen und können uns überlegen, ob das alles richtig war, was wir getan haben. Ich habe einfach nur ein Satellit, also an mir liegt es auf jeden Fall nicht, wenn es ein Schädel ist. Aber das ist jetzt im Orbit. Ne? Und damit beginnt die erste Auswertungsphase. Der Commander prüft die Finanzen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, richtig? 16, der Satellit. 16. Also alles, was wir jetzt zugewiesen haben in der Echtzeitphase, kostet Geld. Jeder Wissenschaftler, der einem Forschungsprojekt zugewiesen jeder wird. Soldat. Jeder Soldat. Der auf dem Auftrag ist oder einen Stützpunkt verteidigt. Jeder Abfangjäger, der UFOs vom Himmel also 16, soll, jeder Satellit, alles kostet ein Geld. Übrig. Dann dürfen wir jetzt noch neue Einheiten aus unserem Pool dazu kaufen. Ein Abfangjäger oder einen Soldaten. Ich kaufe einen Abfangjäger. Das war ja eine gute Entscheidung. Schön, dass mit dem Einsatzleiter kommuniziert wurde. Ja, war da nicht was dabei, dass 2 Soldaten sterben? Bei den Bedrohungen? Ja, ich habe mich nicht. Es ging so schnell teilweise, aber ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ja, außerdem, das Ding ist, wir brauchen einfach die Abfangjäger, weil wir müssen das hier so niederhalten. Sagt der Commander, ja. Das steigt doch aber ist klar, dass der seine Flugschiffe. Ja, aber hier kann ich auch paniken, wenn Australien sinken und so. Wenn ich so, Krisen ausführen. Krisen ausführen, von oben nach unten wird der Krisenstab abgeholt. Ja, das habe ich nicht mehr richtig lesen können. Wenn zum ersten Mal in dieser Runde ein Feind stirbt, der kein dünner Mann ist, scheint ein neuer Feind an seiner Stelle. Na, super. Dann legt ihr da gleich mal. Aber guck mal, wenn jetzt sozusagen... Also muss ich den dünnen Mann zuerst töten. Ja, wenn dieser... Also nur der dünne Mann kommt nicht wieder. Alle anderen kommen halt wieder. Ja, legt die da hin. Der dünne Männer kommen sowieso wieder, ne? Ja. Nee, nur bestimmte dünne Männer. Okay. Ja, manche haben doppelt länger. Dann ist das wohl der erste. In Asien steigt die Panik um 1. Hm. Oh. Das ist nicht so gut. Das hast du ausgewählt. Ja. Das hat er ganz überrascht getan. Ja, ich dachte, das wäre irgendwas anderes gewesen. Egal. Die Zeit war knapp. Der Stützpunkt nimmt einen Schaden. Ja, super. Ja, sei du nicht so, als wäre ich schuld. Natürlich bist du schuld. Du bist ein Zylon. In Europa steigt die Panik auch um 1. Europa. Nordamerika auch. Ja, die sind ja überhaupt noch nicht panisch hier, die Nordamerikaner. Die haben aber die Ruhe weg. Kommen wir ja her fast. Gut, das waren die Krisen, ne? Das waren die Krisen. Das waren nur erstmal die Krisen. Mir reicht das jetzt schon, wir haben fast verloren. Jetzt kommt aber die Farce hier von der. Verloren Seite. Haben wir nämlich hier, wenn 2 Kontinente in absolute Panik verfallen. Und verloren 2. haben wir auch, wenn der Stützpunkt komplett zerstört wird. Na gut. Also, einen können wir eigentlich gleich aufgeben. Ganz so. Kontrollieren. Weiter geht's. So, gut, ich versuche mal jetzt hier was zu machen. Was willst du denn hier erforschen? Das wollen wir doch mal erfahren hier. Wenn du mir die wegnimmst, kann ich sie leider nicht sagen. Cool, okay, UFO-Verfolgung. Genau. Und wir haben jetzt auch noch die Möglichkeit, da ich hier ja ein Artefakt bekommen habe, dieses Artefakt kann ich quasi eintauschen für einen zusätzlichen Würfel. Und jetzt ist die Frage, ob wir das hier vielleicht bei dieser UFO-Verfolgung schon probieren wollen oder was meinst du? Das ist ja immerhin 3 und du hast nur 2, deswegen, ja, das würde ich machen. Ich würde hier einfach mal hierfür abwerfen. Ja, weil man sieht hier quasi, hier oben steht, wie quasi schwierig das Projekt ist und
Da braucht man drei Erfolge, er hat jetzt nur zwei Wissenschaftler, das ist schon relativ gut. Das ist schon gut, wenn ich da dann Satellit drauf mal hier. So, also. Ja, und zwar pro Wissenschaftler einen blauen Würfel und pro den roten Alien-Würfel. Ja, deine Karte noch rein, also drei. Und ja, hier diese Bedrohung, das Risiko ist sozusagen eins. Und der rote Alien-Würfel muss auf jeden Fall eine größere Zahl als eins zeigen. Jetzt beim ersten Würfelwurf, sonst ist es gleich ein Desaster. Okay, wir probieren es. Ja, der Alien-Würfel ist schon mal super. Und der ein Erfolg. Drauf. Ich probiere es weiter. Hat aber Schwierigkeitsgrad 2, braucht noch 2 Folge. Aber Achtung, dadurch, weil du schon mal gewürfelt hast, steigt halt hier diese Bedrohung. Du hast es noch spannender als es ist. Alien-Bedrohung. Kein Erfolg, aber auch kein Ende. Es geht schon auf 3 hoch. Ja. Du würfelst aber echt gut mit dem Alien-Würfel. Ich würde es noch einmal wagen. Ach, das ist eine Dreier. Ich habe gerade Zweier gesagt. Das ist eine Dreier. Das ist nämlich aber 4. Yes. Yes. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und jetzt nochmal, genau um nochmal zu lesen. Wir haben jetzt erforscht, oder du hast erforscht, die UFO-Verfolgung für den Central Officer. Du kannst hier einen Satelliten drauf platzieren, dann kriegst du einen zusätzlichen XCOM-Würfel. Ja, bei einem Auftrag. Das ist fantastisch. Bei einem Auftrag kommt zu jedem... Ich kann es quasi zweimal pro Runde aktivieren. Also wenn ich zwei Satelliten übrig habe, für jeden Satelliten, den ich drauflege, kann ich einen von euch für seine komplette Mission zusätzlich... Das ist ja mal nett. Sehr nett. So viel dazu. Dann geht es weiter mit meiner Xenobiologie. Und zwar kann ich damit Artefakte ablegen und Technologien von meiner Hand ausspielen damit. Ja, das Gute ist, da wir jetzt hier im zweiten Labor sind und fangen die Erforscher wieder sozusagen ausgeruht das an. Das ist noch ein neues Team hier, genau. Hast du nur wieder die 1. Hier zwei Forscher eingesetzt, zwei Würfel. Jetzt Bedrohung oder was auch immer. Wie heißt das? Risiko, Bedrohung? Man weiß es nicht. Wir haben volle Aliens, wenn ich nichts war das. Ja, die das schlafen wohl noch deine Wissenschaftler. Ein Erfolg. Stufe 5. Kein Fehlschlag. Risiko Stufe 3. Na, ne? Ein Erfolg, kein Fehlschlag. Wunderbar. Schon wieder erforscht. Super, läuft gut. Für dich, ja. Bis jetzt geht's gut. Ne? Und jetzt haben wir hier die Schalenrüstung für den guten Einsatzleiter, um seine Truppen ein bisschen besser zu schützen. Das nenne ich mal einen Forschungsleiter hier. das hätte man nicht sagen können. Natürlich. Das ist die Frage, aber ich meine, der eine kranke Wissenschaftler. Ich glaube, ich könnte da einmal mit meinem Satellitenkontrollzentrum den Alien-Würfel wiederholen. Ich würde es auch aufheben. Genau. Damit ist der jetzt hier erschöpft. Ich habe jetzt hier nicht weiter die Möglichkeit zu agieren. Ich könnte aber noch, weil ich ja hier noch Forscher übrig habe, in meiner Werkstatt quasi Erschöpfungstechnologien ausspielen. Vielleicht kann ich das aber auch nachher machen, weil ich habe hier nämlich noch zwei Sachen auf der Hand. Einmal für den Plasma-Präzisionsgewehrschützen verursacht ein Erfolgssymbol bei einem Feind, wo ein Scharfschütze zugefügt wurde. Und das gleiche habe ich auch nochmal für den Raketenwerfer. Also wir haben ja hier Raketenwerfer und Scharfschütze. Ja, aber das müssen wir noch machen, wenn die dann so weit sind. Das kann ich dann sicherlich machen, ja. Okay, dann hast du eine Forschung ausgeführt. Und der Central Officer startet die orbitale Verteidigung. Das heißt, ich würde jetzt mit meinen Satelliten gegen UFOs kämpfen, die hier im Orbit sind. Also noch nicht wirklich gelandet, aber halt da so ein bisschen bei meinen Satelliten halt rumschweben. Ist aber gerade kein Star. Ja, warum hast du es denn überhaupt eingesetzt? Ja, ich dachte, komm noch mal. Das hat voll einen Credit gekostet. Die Krise. Die Krise hätte schon. Also ich weiß nicht, ich glaube, ihr Budget wird gestrichen. Es gibt nichts Wichtigeres als eine umgreifende Satellitenüberwachung im Orbit. Wir haben die Erde halt schon zerstört. Der hat YouTube auf Sendung gehalten. Und führen Sie stattdessen lieber die globale Verteidigung aus. Tja, jetzt geht's los. Hier Leute auf dem Kontinent, gleiche Prinzip, auch hier fängt es an mit Risiko 1. Und das ist zwar ein Erfolg, das heißt, das UFO ist zerstört, aber der Abfang egal ist die Frage, warte mal, nee, machen wir es halt hier, oder? Ist ja egal, du rettest ja damit das Credit nicht, der wollte ja sowieso verschwinden. Das heißt, wir machen es lieber, wenn es irgendwo scheitert. Ja, würde da bleiben. Er würde den Alien-Würfel neu werfen. Er würde ja nicht in die. Kostet ja nichts. Ja, aber er kostet nächste Runde trotzdem. Aber nein, aber du kannst doch den Alien-Würfel neu werfen, oder? Das heißt ja, wenn ich den Alien-Würfel jetzt richtig werfe, dann wird er Welchen Vorteil zerstört. Haben wir davon? Sonst kostet er das Bauen und das Einsetzen im Credit. Ja. Ah, richtig. Ja.
Okay, dann machen wir es einmal. Also probiere ich mal. Das ist ja, dann hat er das Schiff gerettet. Schiff ist gerettet. Weißt du, jetzt hat er hier zweimal was rettet. Ja, okay, so, hier, zack. Er hat den Commander, hat wieder seine Schiffe da. Oh, ich würfel schlecht. Aber guck, das hat jetzt zu viele Verluste. Ein Erfolg, aber auch ein Misserfolg, obwohl es zwar... Ja, hier gibt es leider keinen Abfall. Hier, jetzt hier muss ich ja ein Erfolg, aber da habe ich wenigstens zwei. Risiko 1. Das Problem ist allerdings auch hier, wenn er ein Erfolg besiegt wird, dann werden gleich alle Einheiten zerstört. Ne? Also von daher. Ja. Und hier dann auch nochmal Australien. Ja, dann muss er auch einen Erfolg machen. Jawohl. Sehr gut. Das Problem ist, hier ist was übrig geblieben. Das bedeutet, auf dem Kontinent steigt jetzt die Panik um 1. Das Europa ist nicht so schlimm. Ja, die sind es gewöhnt. Ja, so ein bisschen Aliens. So, jetzt kommt der Einsatzleiter. Ja. Wahrscheinlich. Einsatzleiter versucht den Stützpunkt zu verteidigen. Gut. Beliebiger Reihenfolge. Ganz in beliebiger Reihenfolge. Die Männer, aber ich muss zuerst auf jeden Fall den dünnen Mann bekämpfen. Da darf ich nur einen Soldaten hinschicken, weil hier nur ein Symbol abgebildet ist, sozusagen. Ja, aber ich glaube, es ist egal. Wenn zum ersten der kein dünner Mann ist, ist ja egal. Ach, der erste, der kein dünner Mann ist, ist einfach wurscht. Die beiden werden halt, wenn die sterben, wird halt noch einer kommen. Ja, aber dennoch fange ich mit denen an, weil der hat hier ein Spezialsymbol und diese schweren Waffenschützen, die wir hier haben, besitzen das auch. Ich könnte den auch töten für eine, für so eine Aktion. Nee, ist okay, der hat keine Sonderfähigkeiten, alles. Der wird hier schön weggegeben. Also könnte das ja jetzt schon machen. Das heißt, ich kann ein Symbol würfeln, weil ich... einen Soldaten habe, der es hat, und da ich auch den Soldaten habe, der das Bonus-Symbol hat, kriegt er ein zweites. Warte. Ich kann ja gleich die UFO-Verfolgung, die ich hier entwickelt wurde, weil ich habe ja einen Haufen Satelliten übrig. Aber das ist doch dann über beim anderen wichtig. Aber ich kann es zweimal machen. Einmal hier und einmal da. Das ist pro Auftrag. Pro ganzen Auftrag. Aber das zählt doch immer als ein Auftrag zum Gegner. Ja, jeder Gegner ist ein eigener Auftrag. Ja, und das ist ja nicht so schwer. Das liegt ja auch so hin. Genau, jetzt muss er erstmal sterben. Hält dann gegen den ganzen. Ja, ja, da hat der Herr ein bisschen verfolgt. Dann schieben wir auf 2. Ja, das ist noch alles drin. Und da ist der dünne Mann. Wieder ein Artefakt. Das heißt, ich würde jetzt einfach... Das hilft mir nicht. Den Schweber. Der Ruf ist so eklig. Ich habe hier einfach nur mit... den Schweber oder den Außenleiter, das wäre egal. Mit ihm eigentlich, du hast vorher nicht so richtig gesagt, aber es ist egal, was natürlich den benutzt. Aber genau, ich kann jetzt hier den Scharfschützen zuteilen, weil der so ein Scharfschützen-Symbol hat. Ja, kann man so machen. Und dann versuche ich es da einfach nochmal. Und da willst du auch keinen Unterschied zu jeder anderen Sache, wie die Forschungslaboratorien, ist es so, das zählt als eine Einheit, das heißt, das die Bedrohung sinkt nicht auf 1 zurück über einen anderen, aber so ist es halt im Nahkampf. Aber du hast ja schon zweimal gewürfelt. Ja, das sind wir in 3. Aufpassen. Und damit ist der Soldat gestorben. Tja, Peng. Da hättest du vielleicht doch die ich hätte ja, aber auf mich hört ja keiner. Aber jetzt kannst du es ja hier noch, da würde ich sagen. Ich habe immer noch Raketenwerfer und Präzisionsgewehr, kann ich immer noch ausmachen. Das heißt, das ist das, was da bleibt? Das bleibt da jetzt sozusagen, das weil der andere... So nee. Das ist auch nicht so schlimm, dadurch ist aber halt auch die Krise dann ohne Effekt, weil, weißt aber du... Aber kannst du nicht den hier noch irgendwie zuteilen, dem Typen da? Ja, aber das ist halt sehr unwahrscheinlich. Außerdem, das Ding ist, das in dieser Runde bringt uns das eh nichts, weil da wieder der nächste kommt. Versteht ihr das? Aber dafür kriegt der Schützpunkt kriegt jetzt 2 Schaden. Aber ich kann und dann mit dem. Kriegen wir 2 UFOs in Orbit. Guck mal, wenn du den hier dem zuweist, kann ich dem einen Schaden machen. Dann müsstest du dem noch einen machen. Du hast ihn schon verstanden, dass wenn wir den töten, liegt da wieder einer. Das habt ihr nur in dieser Runde kriegen. Aber ist das nicht der erste Gegner? Ja, der erste außer der dünner kein Mann dünner Mann ist. Deshalb, wenn wir den töten müssten, wir müssten 2 töten, um hier voranzukommen. Das ist echt schwierig. Deswegen würde ich sagen. Alles. Wir lassen wir sterben. Wir kriegen 2 Schaden auf dem Stützpunkt. Du weißt aber schon, dass ich im Bunker... Das heißt, wir kriegen 2 Schaden auf dem Stützpunkt. Damit ist der Effekt getriggert. Ja, sieht man hier so ein Symbol. Und wenn das deswegen haben wir da einen Satelliten gehabt. Nämlich. Wird ein variabler Effekt getriggert, der von der Karte hier abhängt. Der ist im Szenario Täuschungsmanöver 2 UFOs erscheinen im Orbit. Aber dann habe ich ja nicht was zu tun. Ich habe doch gesagt, es gibt nichts Wichtigeres. Als ein funktionierendes und ja, was macht es nicht? Es steht da rum, schießt nichts ab. Okay. Nee, Werk. Weiter geht's. Wurde der Stützpunkt zerstört? Nein, aber fast. Nicht zerstört. Ich kann beides versuchen gleichzeitig. War das nicht zerstört. Aber fast.
Ja, Herr Einsatzleiter, jetzt aber dann kann ich jetzt vielleicht hier wenigstens. Und ich doch ja, aber ich darf erst mal gucken, was wir hier haben. Aber ich habe doch, sonst ist es verschwendet. Ich habe so viel übrig. Ja, klar. Mach das. Außenweltler. Das ist ein Feind mit der 2. Der kann nichts. Der gibt keinen Artefakt mehr, wenn er mal gestirbt. Das macht mir gar nichts. Ich weiß, dass es dir nicht macht. Ich habe hier aktivieren und du bekommst einen zusätzlichen Würfel. Das ist schon mal super, weil es in der Mission ja schon mal toll ist. Das heißt, ich habe einen schweren Waffenherrn, den kann ich zuteilen. Das heißt, ich krieg schon mal einen Würfel. Ich krieg einen Würfel von dir und ich brauche einen mit einer Freundschaft. Den hat der hier sogar. Das heißt, der bringt mir nochmal 2 Würfel. What? Ist also alles komplett vorhanden. Ja, aber den Würfel musst du trotzdem mitnehmen. Ja, schade, ich dachte. Risiko 1. Risiko 1 und damit gucken wir mal. Ja, so ein super nichts. Kein Satz mehr. Ich könnte Ihnen übrigens einen Schaden machen, nur so, dass ich es nochmal gesagt habe. Ja, was kostet das jetzt ein Artefakt? Das kostet mich, jetzt kostet mich 2 Forscher und die Karte wird abgegeben. Da hat man so kompetente Leute und trotzdem passiert nichts. Aber die schaffen diesmal selber. Drei Erfolge heißt, da würden 3 Marker raufkommen. Ich nehme gerne wieder heißt, den Korpus, der nicht, nichts gibt. Die Leute wandern hier weiter. Der Außenwelt, glaube ich. In dem so. Fall. Und Scharfschütze und... Machen, dann kommst du nicht rein mit deinem Bohrer. Ich kann aus allem Spezial... Und wenn es eine Ring ist. So harte Haut, dass du die nicht aufbohren kannst. Da könnte ich dann einen Würfel würfeln. 2. Ja, gibt dir einen, ja. Achso, das wenn ist extra das, ich Auftrag, weiß nicht, ist jedes von denen auch ein Auftrag vermutlich, oder? Ja. Ja, aber ich kann das zweimal, ich kann das nochmal dir geben. Na, dann mach das mal. Damit ist die UFO-Verfolgung genutzt für diese Runde. Ich habe halt eine Menge Satelliten im Schrank. Ich merke schon. Ja, bevor sie nichts machen. Jedes dieser Dinge hat 60 Milliarden Dollar damit, gekostet. Damit habe ich einen Erfolg gewürfelt. Die Sache ist geschafft. Ja, dann könntest du es theoretisch sogar wirklich nochmal probieren. Kommt, siehst durch. Also dann gehen wir weiter. Dann ist noch eins hoch. Ja. Und jetzt sind wir alle auf 4. Die sind sozusagen jetzt mit 2 Leuten kriegt der eine wieder einen Bonus. Okay, jetzt aber, es muss hin. Du musst ja auch nur eins von diesen Dingen gewürfelt werden. Bam. Okay, es ist geschafft, aber die Menschen sterben. Weil 4 war das Risiko, die gewürfelte Zahl ist 4. Aber wir haben es geschafft. Das ja, heißt, aber die Leute, die ich jetzt zur Verfügung habe, sind stark dezimiert. Ja, und wir haben ziemliche Probleme hier im ne? Gut, aber so, dafür ist die Mission geschafft und wir bekommen 3 Dollar in den Notfallfonds. Oui. Das hätte ich dann gerne an Soldaten investiert. Mhm. Und in Australien, ich will es nochmal tun, sinkt die Panik um 2. Oh. Oui. Also ich finde, er hat 3 Credits besorgt, 2 Leute sind gestorben, das waren natürlich 2 neue Soldaten auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Ja, klar. Ja, das so, ich mal von meinem Satelliten. Ruhe da! Spielen Sie weiter mit Ihrem Handy. Und damit ist die Mission erfüllt. Ausgezeichnet. Sehr gut gemacht, Herr Einsatzleiter. Wir haben Panik in fast allen Kontinenten im gelben Bereich. Das müssen wir jetzt hier in die App eingeben. Aber wir Asien haben... Asien ist rot. Asien hier. Rot. Ist es so korrekt? Ja. Ja, oder? Ja. Bestätigen Sie dann? Ja, Forschungsabteilung bestätigt. Wurde in dieser Runde ein Einsatz abgeschlossen? Ja! Abgeschlossen. Wir dürfen unsere Karten wieder bereit machen. Hier, du kriegst einen Elite Marker in der Reserve. Ja, super. Werden aufgefrischt. Hat jemand in der Reserve das nicht aufgefrischt? Nö. Karten werden unter ihre jeweiligen Stapel gelegt. Die abgelegten Karten. Okay. Ich habe wieder 10 im Notfallfonds. Also gelben haben wir viel. Alle Einheiten, die einem Auftrag zugeteilt oder auf einer Karte platziert waren, kehren in ihre Reserve zurück. Einzige Ausnahme. Sind Soldaten, die dem Einsatz zugeteilt wurden. Erschöpfte Wissenschaftler, wie man hier sieht, werden nicht aufgefrischt. Er hat sich überarbeitet und ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange die Einheit ist, ein Jahr krank. Gut, also ein Monat vielleicht. In unserer Luftwaffe sieht es noch gut aus, nur halt die Armee, aber gut, naja, ich meine, du hast immerhin noch 5 Leute. Wie sieht es Du musst jetzt hier noch die Anzahl der UFOs im Orbit eingeben, die ist leider 2. Das heißt, jetzt kann. Das können die UFOs für Funkstörungen sorgen und können diese Echtzeitphase durcheinander bringen. Anmerkung? Fragen?
Ich habe auf jeden Fall hier noch ein Artefakt oder eine Forschungskarte. Da kann ich ein Artefakt ablegen und dann kommt ein Credit in den Notfallfonds. Hört sich gut an. Geld wird irgendwann. Also knapp. Ich würde sagen, ich wollte jetzt nächstes Mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, um dann halt wieder mal ordentlich aufzufrischen. Okay, also werde ich das mal versuchen. Wenn wir diese mal einen Notfallfonds kriegen, das wissen wir ja nicht. Stimmt. Wenn ich was weiß ich, was wieder machen. Oh Gott. Wir gucken mal. Zwei UFOs. Ich würde jetzt nicht das Schlimmste gleich befürchten. Seid ihr bereit? Die kommen unter den Stapel übrigens. Genau, alle Karten, die benutzt worden sind, kommen unter den Stapel. Gut, ich bin bereit. Ja. Da ist noch was. Das war einfach eine Scheide. Ja, das ist noch. Rocken wir das. Wir gehen dann in Runde 2. 4, 3, 2, 1. On Action. Zwei UFOs landen aus dem Orbit. Wo sind wir? Einmal Orbit. Bei uns. Achso. Ja. Ist alles gut. Ach, landen aus dem Orbit? Ja, die kommen da. Mach mal, drück mal okay. Ja, neue Technologie, so viel. Gut, dass ihr das haben. Ja, wunderbar, du darfst klicken. Ich hab aufgezogen. Hast du gezogen? Ja, Finanzen von XCOM, 12 Credits. Okay, du kannst klicken. Eine Krise direkt hinterher. Ja, vielleicht sollte man dann doch nicht so. Mit Absicht haben sie das. Ja, natürlich. Damit er nicht so viel mit seinem Geld rumspielt. Es werden zwei UFOs noch im Orbit erscheinen. Okay. Dann möchten wir da aber diesmal Satelliten machen. Feinde in den Schutzpunkt eingedrungen. Genau, sehr gut. 5 Sekunden. Ja. Ist er? Ist okay, ich habe hier Sachen auf jeden Fall. Was passiert da? Weiß ich nicht. Einsatz wählen. Jawohl. 2, 1. Ich habe hier Technologie. Zwei verhindert das ein Fighter? Afrika oder Nordamerika Panik? Was wollte? Was war Afrika? Panik in Nordamerika. 15 Sekunden. No, ist egal, beides. Dann die einfache. Was ich mich gerade frage, werden quasi verbleibende Feinde abgeräumt am Ende der Runde? Nee, eigentlich nicht. Haben wir nicht gelesen. Nee. Okay. Einsatz wurde gewählt. Ich bestätige. Forschung 2 kann zugeteilt werden. Was machst du da? Ich will hier der Verteidigungsmarkt. Genau, für unseren Commander. Ja, dann können meine Schiffe das gut haben. Das ist gut an. Ich mache ich 2 lieber hier. Okay. Das ist natürlich dafür. UFO-Kontakt. Das muss das alles immer auf den Kopf betrachten. Das ist einmal da unten und einmal. Afrika? Ja. Afrika. Ist das hier bisher eine Forschungsleute oder was? Ja. Forschung 3 zuteilen. Irgendwas hast du falsch zugeteilt. Ach, nee, das ist alles gut. Du musst wieder ein Wissenschaftler zuteilen. Genau, da lag noch die Schalenriss. Soll ich nochmal ein Dinger ausbilden? Die Frage ist halt was, ja. Ich mach weiter. Ja. UFO-Kontakt. Oh, eins in Orbit. Und eins. Südamerika. Nach Südamerika bedroht uns da. So, du kriegst übrigens hier noch ein Artefakt, ebenfalls von meiner. Abfangjäger müssen starten in 20 Sekunden. So, ich mach mal hier Xenobiologie. Ich werfe ein Artefakt ab und mache eine Erforschung Waffenfragment, nämlich für eins bei mir. Mhm. So. Jetzt starten eine Menge Abfangjäger. Noch 5 Sekunden. Bereit? Fertig? Okay. Herr Einsatzleiter, Sie können einen Einsatztrupp losschicken. Einen Einsatztrupp losschicken. Ich habe nur noch 3 Geld. Achso, ich habe ja wieder vergessen. Nur noch 3 Geld. Ich hoffe, dass der Notfallfonds noch kommt. ja, wer hofft, hat auch schon verloren, dachte ich. Das schaffen wir schon. Ich brauche auf jeden Fall Satelliten auch noch ohne Satelliten. Es kommen noch 2 durchs Ereignis. 3 Sekunden. 2. Ja, ja? Ja. Siehste, es kommen auf jeden Fall noch Satelliten, ja, doch, es kommen noch 2 UFOs Geld in den Orbit, deswegen brauchen wir diesmal mindestens, eigentlich brauchen wir 3 Satelliten im Orbit. Okay. Diese Satelliten darf ich dir gleich würde losstellen. Ich würde diese Krise gerne, aber du hast auch keine Männer. 2 Sekunden, fertig. Okay. Notfallfonds verfügbar. Okay, es kommt alles. 25 wir haben Geld, Sekunden wir haben Zeit. Geld. Weil ich brauche wirklich 3 Satelliten. Ja, ich nehme alles. Ich nehme alles. Wieso brauchst du denn 3 Satelliten? Ja, weil da noch 2 über die Karte kommen. Ach so, okay. 10 Sekunden? Okay. Ja. Alles. Hat er gemacht, ja. Okay. Stützpunkt verteidigen. Ja. Ich werde bestimmt noch bereuen. Jetzt würde ich alles rein. Ich kann hier noch aufbessern. Dann ein bisschen. 16 Sekunden. Die Leute raus. Ja, jetzt müssen der kann da nichts machen. Aber gar nichts. Oh, nicht sehr viel. Der braucht Leute, der auch immer. Unterstützen Sie unseren Einsatzleiter mit mehr Dingen. Ja, ich werde kaufen. Ich werde Forschung 1 zuteilen. So. Ich würde hier gerne 2 Leute forschen. Ja, ist okay. Das ist wunderbar. UFO-Navigation. Nein, ja? Nein, wird nicht. Da kann man nämlich wieder Technologien, Ausstattungskarten. Ich habe alles im Griff. Ja, das ist super traurig. 2 Sekunden. UFO-Kontakt. Das kann nicht wahr sein. Nicht noch mehr UFO-Kontakt. Oh, das ist schrecklich.
Ja, aber der schützt wohl auch überrannt. Also, das ist immer noch mal. Satelliten starten, also wie AF besprochen, ja, wie besprochen, weil wir wissen, da kommen doch noch über die Bedrohung oder wie das heißt. Krise. Weil die, nur weil ich, du hast doch gesagt, ja, da kommt. Ja, ja, zwei. Ist okay. Ich weiß es nicht. Ihr würdet ja, schon mal Geld geredet. Noch eine Krise. Spendierhosen an. Ja, alles klar, dann kaufen wir uns. Toll. Ein paar. Gott. Ich muss noch Leute kaufen. Kannst du das abwehren? Geld. Du kannst es nicht abwehren. Nein. Ich habe keine Leute dafür. Das ist eine Katastrophe. Was es werden zwei Soldaten getötet oder zwei Schaden nimmt der Stützpunkt. Das ja. Ich weiß es, nimmt der Stützpunkt Schaden. Echtzeitphase beendet. So ist es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Das sieht nicht oh gut aus. Oh je, oh je, oh je. Wir schauen mal. Finanzen prüfen. Wir haben hier 4 Wissenschaftler, 4, 5, 6, 7, 8 mit den Soldaten. Also 4 Wissenschaftler, 8 für die... Also mit den Soldaten sind es 4 für die Wissenschaftler, 4 für die Finanzen sind 8. Ja. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich mach's einzeln. Also 6 für die 1 Abfangjäger. Ja. 3 für die Satelliten. Ja. So. Was haben wir noch? Das war's. Und dann habe ich noch 4. Dann kannst du Soldaten anwerben und Abfangjäger bauen. Ja, bitte 4 Soldaten darfst du haben. 4 Soldaten, ja. 4 Soldaten darf ich haben. Dann brauche ich auf jeden Fall einer, der schwer ist. Das doch mal am Tag. We need you, so war's doch. Oder? Dann soll ich nicht noch einen Abfangjäger nehmen? Nimm mal 3. Kommst du auch mit 3 aus? Ich muss auch halt auskennen, aber sterben die so in der Welt. Aber du musst auf jeden Fall mal mehr deinen Einsatz mit den Krisen, die killen uns. Nee, okay, dann nimm mal 4. Nimm alle, dann müssen wir den Stiftpunkt frei machen. Ja, ja. Ja, aber die hat also 4. Und ich brauche ja noch einen mit der Pistole im Hose. Ja, da. Ja. Okay, dann hast du meinen ganzen Notfallfonds geplündert. Aber wir könnten, es könnte trotzdem sein, dass wir die Runde. Außerdem sterben 2 davon. Die Runde nicht überleben, ja. Stimmt. Krisen. Mal gucken, ach ja, das kann sein, dass... Ja genau, 2 Soldaten werden getötet, aber nicht im Einsatz, sondern einfach nur 2 Soldaten. Das können die auch aus der Reserve sein. Schützer. Hier steht einfach nur ein Hinterhalt. 2 Soldaten werden getötet. Steht nicht im Einsatz oder im Auftrag. Nee, dann muss ich mich entscheiden, ja. Dann nimmst du halt von den 2 mit 2. Ja, dann muss der halt gehen. 4 gekriegt und 2... Ja, dann nur noch 2 plus. Ein Hinterhalt. Es geht in die richtige Richtung. Wir sind in den Hinterhalt gestolpert. Ja, dann war das doch besser, sonst hätte ja der Stützpunkt 2 Schaden genommen. Ich bin auch ganz cool mit meinen Satelliten, muss ich sagen. Ich habe hier nur so einen Abdruck. Weil ja, 2 angeworben, gleich wieder 4 angeworben, 2 desertiert. Bei mir steht die Krise. Aber es wird noch schlimmer hier. 2 Abfangjäger werden von der globalen Verteidigung in die Reserve gelegt. Ja, einer der hier. Meinst du aber? Weil der es alleine schafft. Der kann es alleine schaffen. Und da nehmen wir halt hier von einem noch, weil das ist nicht so schlimm. Okay. Ja, gut. Und das letzte, 2 UFOs erscheinen im Orbit. Na, das ist ja klar, das wussten wir ja. Deswegen haben wir ja den ganzen Spaß da hingeschickt, nicht wahr? Ja, feinste Satellitentechnik. Habe ich selbst programmiert, das System mit dem. Jetzt geht's los. Du darfst forschen, UFO-Navigation mit 2 Wissenschaftlern. 2 Wissenschaftler. 2 Erfolge braucht. Das ist keiner. Jetzt haben wir Risiko 2. Und ich kann dir diesmal nicht den Nachwurf des Alien-Würfels gestatten. Ja, das war nichts. Tut mir leid. Das war leider nichts. Dann sind beide erschöpft. Schade eigentlich. Das ist ja so passiert. Da habe ich den ersten Runde verausgabt, würde ich sagen. Weiter. Aber das würde ich hier gerne schon machen. Das schaffst du jetzt auch. Das brauchen wir wirklich. Ich aber als den... Das heißt, wer will denn... Moment. Wer hätte denn gerne einen extra Würfel für das, was er tut? Könnt ihr mir vielleicht auch besser sagen? Vielleicht würdest du eben Basisverteidigung. Sehr gut. Ja, ich glaube für das hier. Da so. Hauen wir sie raus. Ja, Commander. Was habe ich denn jetzt bekommen? Das geht nicht durch. Da Schöpfenfehler, dass ein Ding zerstört wird. Ah, sehr gut. Das kann ich auch schon benutzen jetzt, ne? Ja. Ja. Aber genau. Ja. Damit hast du einen immer gerettet. Sehr gut. Nichts. Risiko 3 ist ja fast mit die Schalenrüstung hat vorher schon geklappt. Jetzt sind wir schon wieder auf Schwierigkeitsgrad 3 gedacht. Diese Rüstung scheint irgendwie. Das ist nicht so einfach herzustellen, oder? Ah, du hast geschafft. Aber er hat sich ein bisschen verausgabt. Geschafft, aber Wissenschaftler verausgabt. Aber das ist doch gut. Guti, guti. Ich schwimme bei dir mehr als bei mir bisher. Also du hast jetzt echt ein paar. Der kommt wieder, aber hier sind 3 erschöpft. Muss mal aufpassen. Jetzt darf ich auch mal was machen. Und zwar die orbitale Verteidigung ausführen. Mit 3 Würfel. Gegen 3 UFOs, ne? Du hast geglichen nur Kampf. Damit ist das erste UFO weg.
Und damit sind die anderen beiden UFOs weg. Nicht wundervoll. Schlecht, nicht schlecht. Wundervoll. Dem Orbit? Dem Orbit geht's gut. Senkel. Tja, jetzt kommt die globale Verteidigung. Ich hoffe, es läuft so ähnlich. Globale Verteidigung. Also gut, dann mache ich erstmal Jedena. Ja, auf den Hauptquartier. So, Schwierigkeit 2. Schwierigkeit 3. 4. Ja. Ja, machen wir es nochmal. Zerstört, aber ich kann es jetzt hier. Ach ja, so. Oder? Doch, oder? Soll ich das jetzt mal gleich machen? Um ich könnte also ich kann jetzt den Alien-Würfel neu. Ja, lassen die nochmal. Das sind aber nee. Hier 2 Punkte, oder? Aber das 2 Punkte für das ist hier. Das ist nicht so schlimm. Okay. Komm, ich mache die Verteidigungsmatrix, um den trotzdem zu retten. Okay. Wunderbar. Da hat sich das ja schon mal gelohnt. Wieder auf 1 zurücksetzen. Kämpfen mit dem Kontinent. Nix. 2. Jetzt haben wir ihn. 1. Der Würfel ist gerade. 3 wäre jetzt. Probieren wir es nochmal. Ja. Ja. 4. Du kannst immer noch einen Wurf wiederholen. Okay. Aber jetzt wird es hart. 5. Du schaffst es. Wir glauben an dich. Sollen wir den noch vom Himmel holen? Weißt du welche? Wo sind wir da? Europa ist halt hier. Ja, das ist jetzt weit. Ja, gut. Gibt's ja nicht. Aber nicht. Achso. Jetzt müsste er. Ich hätte halt gehofft auf ja, das Erfolg, nee, ja. Nee, ja, nee, das lassen wir lieber dann bei sein. Ja, bei ihm. Ist egal, dann ist er halt abgeschossen. Ja, oder? Wo wir es auf jeden Fall brauchen, ist hier. Achso, das ist ja kein Problem. Nee, nee. Ist abgeschossen. Okay. Hier. Hier. Er hat Dienst. Und nee, jetzt müssen wir den, den sollten wir halt auf jeden der Fall. Der soll müssen wir treffen. Achso, da ist keiner, weil der nachher noch da war vorher keiner da. Manchmal tauchen die dann. Bitter. Man muss schon manchmal auch auf Sicherheit einsetzen. 3. Die sind. Okay, jetzt den Nachwurf? Oder? Aber dann haben wir. Nee, da kann auch eine vertragen. Den habe ich ja gesenkt. Zack. Aber jetzt ist meine Luftwaffe ganz schön dezimiert. Ja. Außerdem kann in einem Land ja Panik ausbrechen. Ja, okay. Das waren die letzten Märkte dieser Rosse von Kronen. Mal ehrlich, Australien. Lasst uns doch Australien einfach aber aufgeben. Aber nein, Outback doch nicht. So, weiter geht's. Entschuldigung. Einsatzleiter, Verteidigung des Stützpunkts. Dann hätte ich gerne die Würfel. Und jetzt kriegst du einen extra Würfel. Ich greife auf jeden Fall den in der Mitte an. Und jetzt haben wir hier wieder die, ich sage die Möglichkeit immer noch, Präzisionsgewehr oder Raketenwerfer könnte ich einschlagen. Das kannst du jederzeit machen. Die würde ich einmal einsetzen, die Karte weg und mache damit einen Schaden. Ja, die kannst du aber auch machen, wenn ein Schaden fehlt. Ja, ich sag ja nur dass wir das Meter okay. Fahren. Ne? Ich bekämpfe zuerst diesen Außenweltler. Aber du hast ja da. Ne? Weil dort nämlich ein Supporter ist. Dementsprechend kriege ich dafür 2 Würfe. Und ich kann hier noch einen Demolition mitteilen. Das kann der Angreifer mit dem Sturm auch kriegen. Also einen dritten. Und wenn ich noch einen kriege, habe ich einen vierten. Mhm. Ja, na dann. Für meine UFO-Verfolgung. Weil ich brauche mehr Alien-Teile. Das klappt doch nicht mit dem Außenweltler. Warum? Weil Außenweltler gegen keine Teile. Könnt ihr mal was nehmen? Aber damit 2 Erfolge, 2 Lebenspunkte hat er gehabt. Wir waren da noch Schwierigkeit 2. Mehr Teile. Halbwegst du gleich nochmal einen Würfel extra? Wir räumen sie dann aufbauen. Dann müsste ich ja den. Einmal kann ich es auch machen. Ja, mach das. Dann machen wir es jetzt hier noch. Das ist wichtiger als der Auftrag. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre sowieso ganz gut, weil der Supporter müsste den hier angreifen. Hat eben nur einen Würfel, so hat er 2. Und den Alien-Würfel kannst du auch nochmal neu würfeln. Also ja, wir können den 2-mal, aber ich kann den hier nochmal neu würfeln. Okay. Dank der tollen Rüstung. Aber das hier war ein Erfolg. Das ist ein Erfolg. Das reicht ja schon. Was da ist. Das darf ich da jetzt die Überreste haben? Ja, bitteschön. Die Überreste darfst du haben. Auch noch einmal, ja. So, dann sind wir jetzt beim dritten. Keine extra Würfel von meiner Seite mehr. Nur noch ein Nachwürfeln des Alien-Würfels kann ich anbieten. Ich würde sagen, probier es auch und zu. Und so. Der hat aber nur. Oh, ein Würfel? Ja, muss. Und du kennst aber diesen extra Schaden. Nee, den nicht. Es sind Einheiten. Was hier? Du kannst doch jetzt. Was kannst du da mit deiner kritischen Rüstung? Ich kann den Alien-Würfel neu würfeln. Ja, mach das, komm, das schaffst du. Okay. Wir sind auf 3 jetzt. Aber es hat nur einen Schaden. Achso. Da würde ich lieber die Leute behalten. Ja. Okay, einen Schaden können wir ja machen. Ja, okay, alles klar. Gut. Gut. Lassen wir den. Weiter geht's. Weiter geht's. Achso, wir kriegen den Schaden, ne? Wir haben den Schaden. Einen Schaden, genau, kriegen wir natürlich. Aber der Stützpunkt wurde nicht zerstört. Yay! Hier, wir leben noch. Und jetzt kommt's zum Einsatz. Jetzt wird der Einsatz. Wir schauen hier mal. Ja, ein dünner Mann.
Ein dünner Mann. Sobald dieser Feind stirbt, wird ein neuer Feind an derselben Stelle passieren. Dünner Mann mit der Fähigkeit Doppelgänger. Ganz toll. Zwei dünne Männer. Ja. Glaub, hier könnten wir jetzt das Plasma-Gewehr einsetzen. Ne? Ich kann dir immer das noch Schöne Würfel, ist, das ich kann beide Leute einsetzen und hätte schon drei Würfel. Ich glaube, das sollte ich vielleicht eher so versuchen. Ja. So, weil der jetzt ein Elite ist, weil ich den so genau. geil in meiner Offiziersschule. Die harte Schule ist irgendwie. Sehr gut, Commander. Ja, wenn du bei Hunter durch die Schule gegangen bist. Commander Hunter. Aber wo hat der Würfel? Warte, ist da einer. Doch, alles klar. Dann wird der ersetzt. Ja, kriege ich den nicht trotzdem, ja, den Doppelgänger? Ja. Ja, damit. Und wird mit diesem Alien ersetzt und wir haben nochmal einen Außenweltler. Ein Außenweltler. Risiko 2. Die darf ich wieder nicht verwenden, die Außenweltler. Aber ich kriege alle meine Leute auch wieder unter. Das heißt, ich hätte drei Würfel. Ich kann immer noch einen Schaden machen. Du kannst immer noch den Alien würfeln. Ja, dann gehen wir da weiter. Ja, mach doch den Schaden. Ja, gleich. Wenn ich jetzt zwei Schaden mache, dann mache den ersten. Aber jetzt wäre so ein Schaden echt praktisch. Ich aktiviere die Fähigkeit hier, werfe das ab und mache einen Schaden. Aber jetzt ist trotzdem die Frage, ob du überhaupt weitermachen sollst, weil was bringt uns das, wenn du es schaffst? Aber das ist schon echt. Aber er kann ja einmal könnte er den Alien würfeln. Ah ja, einmal den Alien würfeln. Ja, okay. Na gut, also probier's halt. Noch eine Mission zu schaffen, wir können den Alien würfeln. Zweimal nachwürfeln. Du probier's, einmal, ich einmal. Probier's. Und das ist erst auf drei, oder? Nee, jetzt ist es erst. Einmal, doch. Zweimal, das ist erstmal dreimal, ja. Das ist auf drei. Also gut, probier's. Versuchen wir's. Jawohl, drei. Geschafft und nachwürfeln den roten Würfel. Eins. Noch nachwürfeln den roten Würfel. Vier. Yeah. Sehr gut. Hat es doch gelohnt. Yeah. Anziehungskraft. Alle Sachen benutzt. Einen, jetzt müssen wir also, da legen wir einfach auch mal eins hin, damit es klar ist. Genau, die Frage ist natürlich, der hat drei Würfel dafür. Ja, aber das ist. Achso, der war jetzt. Das wird nämlich resettet, was? Ja. Na gut, lass uns den mal halten, die sind wichtig. Der ist die Elite-Soldat. Ja, genau. Vor allen Dingen halt auch nicht so noch. Die Panik ist immer noch gleich. Ja. Ja, hat sich nichts geändert. Also nichts an den Farben zumindest. Das ist alles, was wir hier wissen. Wurde abgeschlossen, ein Einsatz? Nein, nicht abgeschlossen. Okay, ihr dürft eure Karten erfrischen. Du kriegst noch einen Elite-Soldat. Yeah. Frisch ausgebildet. Karten ablegen. Heavy Weapon. Allerdings habe ich leider null Geld hier. Alle Marker in der Reserve auffrischen. Ich habe nur noch vier. Ich habe leider nur noch vier Abfanggegner. Ist nicht so gut. Und ziemlich viel rotes Zeug hier auf der Land. Ja, das stimmt allerdings. Also Geld geht erstmal in die. Achso, haben wir das eigentlich schon gemacht? Nee, ne? Was? Na, hier die Panik erhöht. Ach, das hast du. Das macht man gleich eigentlich. Die Panik erhöht hier von den ganzen Leuten, haben wir noch nicht gemacht. Oh, na klar. Also, zack, das einmal. Das macht man gleich, wenn man da dann. Zack, zack. Aber es hat es trotzdem nichts geändert. Das ist schon mal gut, sonst hätten wir auch zurückgehen können. Ja, ändert sich aber nichts. Ja, ist okay, ist immer vorbildlich, man kann zurückgehen. Sehr gut, ja. Wie viel UFOs im Orbit? Null. Sag's nochmal, ich hab's nicht ganz gehört. Null. Wer ist für den Orbit und zuständig? Wer hat seine UFOs immer, seine Satelliten im Orbit gelassen noch und die nicht zurückgenommen? Entschuldigung. Wir haben eine Runde geflogen. Wir gehen ja mit Runde 3. So, dem Stützpunkt geht's nicht ganz so gut. Mal gucken, hier fehlen noch 3 Schaden. Dann haben wir das Spiel verloren. Panik auf den Kontinenten. Ja, okay. Vorhanden. Bis auf Asien. Aber durchaus in Asien werden die Leute langsam etwas unruhig. Ja, einfach nur der Einsatzleiter muss einfach seinen Job machen. Ich habe meinen Job gemacht, sonst wäre ich nicht schon tot gewesen. Ja. Ah, die kommen die nicht auch zurück? Die bleiben sogar noch nur die da. Ja, ja, die kommen. Das ist korrekt. So was hören wir gerne. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Runde 3. Geh los in 4, 3, 2, 1, Abflug. Neue Technologie verfügbar. Habe ich aufgezogen. Gib mir mal einen Soldaten zum Ausbilden. Finanzen von XCOM 11 Credits. Gebe ich ja später. Alles klar. Du darfst 11, jawohl. Einen in den Notfallfonds legen, ein Credit. Feind in den Stützpunkt eingedrungen. Ein Feind in den Stützpunkt eingedrungen, ein Schwemer, okay. Jawohl. Einsatz wählen, Herr Einsatzleiter. Aber hier liegt schon einer. Da liegt schon einer, sehr gut. Ja, wir haben auch keinen abgeschlossen. Du kriegst noch einen von diesen Dingern hier von meiner? Dann lege ich sie jetzt weg, oder? Nö, eigentlich nicht. Das heißt, die kommen wieder runter, oder? Also wir haben ja eigentlich mal. Ich kann mal kurz Pause machen. Warum da Einsatzwählen kommen, wenn wir einen haben. G
Gibt es bei Erscheinen dieser Aktion bereits einen aktiven Einsatz, hat der Einsatzleiter die Wahl, den zuvor gewählten Einsatz zu behalten oder ihn doch einen neuen zu behalten, natürlich, ja, wenn wir was geschafft haben. Ich mache weiter. Forschung 2. Ja, mache ich. Ich habe hier wieder was für dich, nämlich um dieses Paniklevel zu senken. Das würde ich schon mal versuchen mit 3. Wenn hier. Nee, wir haben diesmal nicht so viel. Wir haben nicht so viel, zwei. Wir haben 2, okay. Commander sagt zwar nichts dazu, aber ich... Noch nicht. Krise. 15 Sekunden. Ja, das Geld ist... Ich habe hier... Der Notfallvorschläge. Können hier alle Artefakte müssen abgelegt werden. Ist das unmöglich? Nein, das ist total doof. Das geht gar nicht, oder? In diesem, sonst darf nur dreimal gewürfelt werden. Okay. Puh, schnell UFO-Kontakt. Ah, schnell. Krise, 8 Sekunden. Richtig, hast du irgendwie was hier Scharfschütze, Soldaten? Ja, nicht dran, aber du hast nicht zum Überplatzieren, wa? Dann aktiviere ich das mal links. Feind den Stützpunkt eingedrungen. Jawohl. Ein dünner Mann. Doppelgänger oder normal? Ein Doppelgänger. UFO-Kontakt, Orbit und wo haben wir noch? Was sind wir? Hier. Oh, Forschung, schnell, 1 zu teilen. Tut mir leid, du hast Strafzeit von mir. Du kannst nicht mehr so viel ausgeben. Noch 3 Sekunden. Du hast noch 1 ausgeben, mehr darfst du nicht. Einsatztrupp losschicken. Kannst du nicht ausgeben. Einen darf ich noch ausgeben? Nein. Einsatztrupp ist schon fertig. Du musst mir den hier noch rausholen. Ja, okay, den kannst du rausholen. Ich brauche aber hier noch einen. Ich weiß nicht, ist da draußen geht, super, geht, aber Einsatztruppe ist schon vorhanden. Hast du denn auf dein Notfallding schon zurückgezogen? Nee, aber ich hab da noch einen. Da ist auch noch einer. Ja, den habe ich mir geholt. Das ist echt ehrlich. In Südamerika, da können wir, oh je, das ist aber... 8 Sekunden, was gibt's noch? Außer alle Kabel? Werden in den Orbit verlegt. Alle? Alle in, aus dem Orbit werden in die Reserve verlegt. Ja, Zeit abgebaut. Ja, machen wir. Also Notfallfonds verfügbar, hauen ihn raus. Ja, ja, ich muss aber alle zum Ausbilden. Ich werde alle Abfangjäger brauchen. Also wir brauchen auch... Forschung 3 zu teilen. Nee, wir können, aber wir haben kein Geld. Das man kann es nicht erforschen. Wir haben kein Geld. Du kannst es nicht erforschen, glaube ich. Abfangjäger starten. Weil ich muss, brauche die Abfangjäger. Guck mal, wir müssen auf jeden Fall den da besiegen, sonst sind wir ganz gearscht. Und, also ich kann auch noch rein, ich kann auch noch einen in Orbit holen, aber... Ne? So. Na gut. Feind im Stützpunkt eingedrungen. Okay, warte, ich mache nochmal kurz Pause, weil da ist jetzt alles voll. Was bedeutet das dann? Automatischer Schadenspunkt? Das ist die Frage, ja. Man muss hier oben stehen eigentlich. Ah, guck doch, man legt die nämlich doch dann ab. Das heißt, man hat wieder Platz für neue Feinde. Okay, dann... Korrigieren wir das mal, so gut wir es können. Ein Doppelgänger. Hooray! Also quasi, also habt ihr mich verstanden? Sie werden quasi doch am Ende von der Runde, wir kriegen den Schaden, dafür verschwinden. Weiß, wir haben jetzt natürlich... Gut, wir haben es uns nicht leichter gemacht, aber... Satelliten starten. Weil sie werden alle dann zurückgelegt. Satelliten, haben wir Geld für Satelliten? Nein, haben wir nicht. Also werden die zurückgelegt. Okay. Haben wir Geld für Bodentruppen? Okay, mach okay. Gibt ja. Kein Satellit. Weiter. Zwei? Gibt kein Satellit. Weiter, okay, drücken. Ja. Krise? Wir haben Geld für Bodentruppen. Natürlich haben wir Geld. Das ist ein Skandal. Es darf kein einzigen Satellit. Das Satellitenkontrollzentrum wird erschöpft. Ist das ein Problem? In Afrika steigt die Panik um 1. Ja, ich gebe so zwei Artefakte aus und baue mein oder erforsche hier. UFO-Kontakt. Stützpunkt verteidigen. Okay, die beiden. Ich hätte auch 2, um eine Krise zu entfernen. Hast noch 16 Sekunden. 15 Sekunden Zeit, ja. Kannst du nicht noch mehr einsetzen? Ich hätte noch mehr Geld dazu. Ich könnte hier noch den Spezialisten... Ja, rein, hau rein. Dann kann ich jetzt noch eine Krise abwenden. Mhm. 5 Sekunden. Ja, okay. Oder warten. Ja, mach das. Okay. Echtzeitphase beendet. Na, haben wir es ja richtig mal gemacht in der Krise. Ist ja super. Es darf doch mehr gewürfelt werden als 3-mal, das ist glaube ich schon gut. Ja, sehr gut. Auswertungsphase.
Finanzen prüfen. Also, wir gucken mal. 3 für Wissenschaftler. Ja. Dann 4 für Soldaten. 4 für Soldaten. Ja. 4 für Dinger. Auch günstig. 4 für Abfangjäger. Ja, dann habe ich noch einen. Toll, dann hätte ich das hier ja doch machen können. Ja, 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 Abfangjäger. Ich dachte, dass er halt irgendwie, ja, ich glaube, ja, kaufen Abfangjäger. Ja, ja, okay. Das gut. Hat er auch gemacht. Krisen ausführen. Ja. Hm. Afrika um 1. Okay, geht noch. Alle werden aus dem Orbit in Reserve gelegt. Das haben wir schon gleich mal nicht gemacht. Australien steigt um 1. Ist auch okay noch. No. Ja, das war's. Siehst du? Ja, das geht ja sogar noch. Ja, gut. Tja, habe ich mal wieder ordentlich ausgewählt. Forschungsleiter, da gibt's gar nichts. Da gibt's nichts, aber wir müssen hier mal gucken. Also, ich habe hier noch Erschöpfen und dann kann ich ein Symbol hier sozusagen schon mal rauflegen. Das müsste man jetzt mal überlegen, was wir auf jeden Fall voranbringen wollen. Hier musst du einen Satelliten platzieren und darfst vor allem Würfelwurf diesen Dings hier senken, zweimal pro Runde. Das ist halt hier gut in dem das Bereich. Ne? Das kannst und du aber auch später machen. Dann haben wir hier die Abfangreparatur, Abfangjägerreparatur. Ich kann über Forscher einen Abfangjäger bauen, zweimal pro Runde. Auch gut. Ja, aber ich würde, also probier halt mal, wie viel. Probier es. Achso, ich probiere erstmal, wie viel ich das habe. Muss der hier anfangen. Mit 2 Würfeln. Hier, zwei, okay, mit 2 Würfeln. Schwierigkeit 1. Kein Erfolg. Schwierigkeit 2. Kann ich das? Nein, ich habe hier eine 1. Kann ich das nachwürfeln? Ich glaube, wir brauchen, ich weiß nicht. Was mit dem Alien-Würfel? Den braucht jemand von er hat doch hier beim Kampf so. Sollte eigentlich alles funktionieren irgendwie. Probier das mal nochmal, das wäre sonst. Okay. Wenn sie sterben, sterben sie halt. Ah, eine 3, okay. Dann darfst du jetzt eine Schwierigkeit 2 nochmal probieren. Was ist denn das für eine Kacke hier? Einmal vielleicht noch. Gibt's mal. Ja, 2 Erfolge. So, 2 Erfolge, ich brauche aber 3, aber dann werde ich jetzt das hier aktivieren, also ich erschöpfe das und habe das dann da. Alles klar. Erforscht. Super. Vielen Dank, jetzt haben wir ein Satellitenzielhilfe. Yeah! Und das ist quasi ein. Das kannst du auch jetzt noch machen in der Auswertungsphase. So, dann lege ich jetzt hier ein Artefakt ab, um hier einen Würfel mehr zu würfeln. Also 2 Würfel. Mhm. Wo bist du jetzt hier? Ich bin jetzt hier. Hm. Schwierigkeit 2. Oh, 3. Ja, dieser eine Typ, der muss jetzt hier machen. Nix hat er. Okay, der ist also. Ja, ja. Naja, schade. Schade. Die orbitale Verteidigung habt ihr leider. Wurde leider entfernt. Das heißt, auf dem Kontinent mit der geringsten Panik, einen von den beiden, steigt die Panik um 1. Nehmen wir mal Nordamerika. Mhm. Der Commander führt die globale Verteidigung aus. Hier haben wir nichts. Fangen wir mal mit unserem Kontinent an. Danach machen wir erstmal alle Kämpfe. Ja. Kannst du auch noch andere blaue Würfel nehmen? Und warte, also ne, die blauen Extra-Würfel, heben wir die wieder fürs Verteidigen hier auf, oder? Ja, also ich meine, ja, hier da kann ich nicht viel machen, aber. Also wir können nicht hochmal, also maximal kannst du um 3 steigen, das ist noch okay. Okay. Also ich werde da wohl irgendwas weghauen, ja. Tja. Das war schon mal nichts. Du kannst dann sowas senken, meinst du? Dann senkst du jetzt gleich. Aber das ist nicht bei dir wichtig, weil bei dir... Einmal bei mir hier. Zack, wieder auf 1. Oder hier. Ich kann es zweimal machen. So, guck mal, einer ist weg. Schaden. Jetzt lass es, ja. Ah, noch der ein Schaden. Ist auch weg. Aber damit sind wir beide weg. Mist. Wir können aber jetzt ja in der nächsten Runde... Ach nee, die haben wir ja noch nicht erforscht. Achso, und ich kann das hier erschöpfen, hier zack, um einen, glaube ich, einen nicht verlieren. Einer nicht zerstört wird. Okay, dann machen wir mal hier weiter. 2 gegen 1. Oh. Für den Alien-Würfel. Nochmal, Entschuldigung. Guter Versuch. Nix. Halt, warte. Oh, ja, nee, du musst Fall das... Den bringt nix, ja. Kommt weg. Hey, also die Luftverteidigung funktioniert nicht so gut. Der da ist mit am gefährdesten hier von dem. Na, das wird aber. Naja, gut, einen können wir uns auch noch. Aber warte, jetzt kann ich sie wieder senken einmal. Ja, warte. Aber einen können wir ja noch. Ich meine, wir haben noch. Wir haben noch. Guck, das ist gefährlicher. Okay,
Er kriegt es jetzt hin. Er kriegt es jetzt hin. Schieß doch mal das Ding ab hier. Will Smith ist hier hinterm Steuer. Das gibt's doch nicht. Los, noch einmal. Ja. Top Gun, mein Freund. Ah, hätte er mal so bei X-Wing gewürfelt, dann hätte ich gewonnen. Schon wieder abgestürzt. Okay, und jetzt müssen wir die ganzen Bedrohungen erhöhen. Ja, hier um 2. 1. Das sieht nicht gut aus. 2. 1. 1. Oh Gott, 2. Scheiße. Ja, also wir müssen ein bisschen in Abfangjäger investieren das nächste Mal. Ich glaube, wir kriegen kein Geld mehr von den Staaten. Ja. Scheiße. Super. Verteidigung des Stützpunktes. Jetzt aber. Das kriegst du einen extra Würfel auf jeden Fall. Meinst du? Zweimal. Würdest du erstmal. Kannst du es zweimal haben in deinem. Ja, am Anfang lassen wir das mal mit extra Würfel sein. Okay. Das ist tatsächlich jetzt ziemlich schwierig. Soll ich erstmal einen Doppelgänger schießen? Oder erstmal den in der Mitte, damit er weg ist. Ist egal, du musst auf jeden Fall mindestens. Also, musst du irgendwas umbringen? Zwei Leute, also nur. Also maximal dürfen da zwei Leute liegen. Am Ende. Also gegen den in der Mitte darf ich nur einmal kämpfen? Ja, dann mach den zuerst. Hau ihn einfach um. Dann ist es drauf. 0800 Infanterie. Yeah. Tüdel! Das war der bleibt schon mal liegen. Der bleibt schon mal liegen. Dann machst du mit dem dünnen Mann weiter. Dann mache ich mit dem dünnen Mann weiter. Und Schwierigkeitsgrad 2. Warte, ich fäng's jetzt gleich. Weil es ja egal war. Jetzt fängst du noch eins an. Damit ist die Satellitenziehung aber auch raus. Der dünne Mann ist aber. Ist auch. Warte mal, ich kann aber jemanden mit einem Raketenwerfer oder leichtes Plasmagewehr, könnte ich einen Schaden machen. Ja, mach das. Dann hättest du den in der Mitte aber wegnehmen können. Na, können wir jetzt ja immer noch machen. Ist ja auf irgendeiner. Ja, für was denn? Plasma, also Raketenwerfer oder leichtes Plasmagewehr? Hast du da einen mit leichtem Plasmagewehr? Raketenwerfer ist das. Raketenwerfer. Oder was hast du da? Götz, das ist einfach nur Raketenwerfer, steht da. Ja, das okay, also nachträglich, quasi das benutzt, aber wir sind trotzdem jetzt auf. Nee, das ist nicht nachträglich, das ist einfach so. Mir ist egal. Ich mache jetzt irgendwo, wo ein Raketenwerfer-Typ drauf ist. Kämpfen kann. Ne, dann nimm den Unterstützungssoldaten. Das leichte oder? Plasmagewehr. Ja, ja, Unterstützung ist es. Ja, doch, ist ein Unterstützungssoldat zugeteilt. Der hat hier nämlich. Hat denn der ein leichtes der Plasmagewehr? Ja, das, nee, das ist das Snipergewehr. Ne, hier gibt es kein Symbol. Hier steht, verursacht bei einem Feind mit einem Unterstützungssoldaten. Wunderbar. Ja. Alles gut. Weg damit. Ja, ist weg. Du hast gemacht. Und dann kriegst du dir das Artefakt. Ja, richtig, mhm. Oder auf 3. Ja, das war der erste, der zweite, dann ist er jetzt auf 2. Okay. Ja. Stimmt. Ja, einen solltest du vielleicht geht noch umbringen. ja, das versuche ich. Bis jetzt hat nur die Forschungsabteilung hier Arbeit geleistet. Nee, das ist wir nicht. Willst du jetzt einen extra Würfel nicht mal haben? Ja, nimm doch mal, der hat da doch 2 von. Nimm mal den extra. Ich hab das vorhin angegeben, ich hab nur beim ersten Feind gefragt. Ja, nimm mal noch einen extra. Ja, ist ja richtig, aber. Du bist jetzt extra Würfel. Extra Würfel! Da war der extra Würfel. So, das heißt aber jetzt. Er kriegt den Artefakt und wir kriegen hier einen neuen Gegner. Aber ich habe hier ich habe hier eine schwere Waffe. Und eine Elite. Und eine Elite. Und ich brauche ein Methanschlagsymbol. Das ist derselbe. Das heißt, ich brauche jetzt einen Sturmsoldaten, den habe ich auch. Hier ist doch der da, guck mal, was mit dem. Macht es. Alles gut. Du kannst nochmal einen extra Würfel haben. Den hätte ich. Ja, weil der muss ja weg. Ja. Ich habe auch das Letzte, was ich anbieten kann. Alles was kann der denn überhaupt? Also mit Satelliten und Forschern, alles. Hier wird alles gemacht, um das Tag gut zu verteidigen. Aber. Oh, sie sind erfolgreich. Nee, noch nicht. Ich darf nochmal würfeln. Ja! Sehr schön. Die Rüstung hat sich gelohnt. Da sind auch einige Wissenschaftler dran. Der hat sich aufgelöst, leider. Einige Wissenschaftler dran gescheitert an der Rüstung. Einen Schaden kriegen wir noch. Und jetzt, was wir vorhin falsch gemacht haben, ja, die verbleiben ein bisschen falsch. Nicht zerstört wurde der Stützpunkt. Ausgezeichnet. Und der Einsatzleiter darf jetzt auch hier noch versuchen. Ja, das müssen wir noch schaffen jetzt. Was bringt uns denn das?
dann wir kriegen der, dann die Mission geschafft ist. 3 Credits in den. Das ist gut, das weil und in Afrika sind die Panik. Das ist auch nicht schlecht. Wobei doch Afrika ist das Wasser. Und es hilft uns auch, das Spielziel zu beschleunigen, einfach. Wir haben mehrere Aufträge. Aber die sind einfach mal. Der eine Mann, den ich da noch habe, der muss das jetzt einfach schaffen, deswegen ist. Da ist der Erfolg. Ja, wunderbar. Ja, 4, 6. Hast du damit hat er es gelöst. Du kriegst 3 Geld in den Notfallfonds. Notfallfonds. 3, sehr gut. In den Notfallfonds. Und die Panik sind um 2 in Afrika. Und ich kann dir nachher dann wieder einen Credit geben. Ne? Also unser größtes Problem ist einfach, wir müssen irgendwie die... Alles außer Afrika. Außer Afrika. Ist im roten Bereich. Ist korrekt? Ja. Bestätigt. Wunderbar. Wurde ein Einsatz abgeschlossen? Ja. Karten auffrischen. Ja, das Problem ist einfach hier, du kriegst einen neuen Mann hier, neuen Elite-Mann. Das Dumme ist echt nur, ich habe halt nur 2 Abfangjäger und guck mal, wie die Karte aussieht. Wir brauchen diese Abfangjäger-Karte hier, die haben wir leider nicht gekriegt. Da können wir neue bauen. Ja. Nämlich 2 für... Ja. Die werden nicht, werden genau. Hier umgedreht jetzt. Die ja, waren jetzt ein Vogel, genau. Die nicht, genau. Okay. UFO im Orbit 1. Warte. Ja, alles gut. Beruhigen Sie sich, keine Panik. Wir kriegen dann auf jeden Fall 2 UFOs im Orbit. Aber die kommen ja erst nach der Abwehr, ne? Wann kriegen wir die? Ja, wenn wir hier einen Schadenspunkt kriegen. Ja, das Problem ist, wir müssen jetzt das überleben hier. Das wird schwierig. Das stimmt eigentlich auch. Okay, probieren wir es. Okay. Bereit? Wir beginnen mit Runde 4. 4, 3, 2, 1. Ein UFO landet. Aus dem Orbit. Danke. Neue Technologie verfügbar. Und okay. Finanzen, oh Gott, 9 Credits. Na klar, es wurde ja angetroffen. So, und du darfst dir noch 1 Credit in die Notfallreserve legen. Nur 1. Okay. Einsatz wählen. Hast Zeit, 25 Sekunden. Ja, das sind jetzt natürlich unzufrieden, die Länder. Du kriegst nochmal so ein Artefakt. Wunderbar. Super. Asien oder Europa? Sinken. Asien sinken. Ja. Asien, ja. Außerdem kriegen wir 2. Das hier, wir machen hier mit Geld, oder? Wir ja, Geld. Wenn wir irgendwo durchkommen. Also ich brauche vor allem mehr Abfangjäger. Das ist auf einem Kontinent sinkt die Panik. Ist gewählt. Ja, noch 5 Sekunden. Okay. Forschung 3 Zutaten. Forschung 3 habe ich hier. Ich würde hier gerne. Haben wir nichts Geld, weil wir brauchen. Also, wenn wir diese Runde überleben, brauchen wir Abfangjäger ohne Ende. Ja, aber Abfangjäger müssen wir machen. Das ist das Einzige mit einem. Und der wird einfach sich hier kriegen wir auch 2 Abfangjäger. Da arbeiten sie einfach tot. Yes. Krise. Hier, ich lege ein Artefakt. Können wir eine erforschte Technologie ablegen? Ja, klar. Wie? Sonst erhalten wir Elite-Soldaten keinen extra X-Kom-Würfel. Ja, machen wir. Das geht hart auf. Hier, okay. Das ist für dich. Also UFO-Kontakt. Oh Gott, ich sehe schon wieder die beiden Kugeln. Das ist eine Katastrophe. Ja. Hier, du kannst in Echtzeit das machen, ne? Feinde in den Stützpunkt eingedrungen. Jetzt. Ich mach Check. Gleich mit beiden. Ja. Du kriegst 2 Credits von mir. Einfach UFO so. Energie. Und Krise. Naja, einfach so. Krise? Stimmt nicht. Krise. Aber nicht in den Notfall. Einfach so. Nee, die in dem Allgemeinen. Von meiner UFO-Energiequelle. 7 Sekunden. Forschungsleiter muss leider 3 Technologieobjekte von der Hand ablegen, es sei denn, du verhinderst es. Ja, egal. Nee, so weit komme ich nicht mehr. Fertig. UFO-Kontakt, 2 in Orbit. Okay, durchatmen, 5 Sekunden. Stützpunkt verteidigen. Oh Gott. Rechne damit, dass noch was kommt. Ja, ich brauche die aber, das heißt... 2 Leute bitte. Kurze Frage nochmal in die Runde. Mehr Geld oder lieber Kontinent-Panikstufe senken? Kontinent-Panikstufe senken. Nee, also ich würde dann... Ich will ja hier lieber 3 hinpacken, weil hier kriege ich mehr Raum. Ja. Geld habe ich dafür. Ich habe Geld. Okay. Krise. 15 Sekunden. Kartenabwehr kannst du schon mal überlegen. Was wir da haben. Ja, aber ich will ja. Okay. Das mache ich. Die erforscht ist jetzt. Ja. Ja. Forschung 1 zu teilen. Soll ich hier mal was hinnehmen? Nee. Wir haben kein Geld. Ja, alles klar, weiter geht's. So wichtig. Weiter geht's. Notfallfonds verfügbar, alles abheben. Alles abheben.
25 Sekunden Zeit, ja, weiter, sie zu besprechen. Brauchen wir nicht, wir wissen, was wir tun, wir brauchen alles. Ja, ich muss ja wissen, noch die Abfangjäger einsetzen. Alles, was du kannst. Ja. Also ich kann auf jeden Fall eine Krise noch beenden. Okay, ich kann halt, ich werde dann all meine Karten für die Abfangjäger vermutlich aufheben. Alien-Würfel und alles, was ich hoffe, jetzt dreht sich der Ding hier um. Ich mach weiter. UFO-Kontakt. Hier. Ja. Wieder bei uns zu Hause. Einsatztrupp losschicken, hau raus, was immer du kannst. Ziel ist es, die ganze Karte zu absolvieren. Ja, wir haben jetzt zwei Aufträge geschafft. Ich glaube, den müssen wir wahrscheinlich schon noch schaffen. Ich weiß es nicht. Weißt du, was ich habe? Na, sehr gut. Satelliten starten. Ja, haben wir noch irgendwie Geld? Also gar nicht. Wenigstens einen Satellit. Ich hätte zwei gesagt, aber einen. Nee, nee. Einen, nicht? Nein, ich glaube nicht. Aber das, wir brauchen das einfach alles für die Abfangjäger als nächstes. Wenn nicht, gehen wir mehr aus. Okay. Dann. Krise? Krise, naja. 15 Krise. Sekunden. Ja, wir, halt, wir hätten es wahrscheinlich doch gebraucht. Ja, naja, egal. Hm. Ich kann das immer noch. 5 Sekunden. Deine Krise. Das mal abwehren hier. Okay, abgewehrt. Okay, darf ich doch noch einen Satelliten machen? Ja, oder? Ja. Okay, ist abgewehrt. Dann mach ich das mit meiner Karte. Abfangjäger starten. Abfangjäger starten, ja. Ja gut, es ist klar, ich muss hier es schaffen und ich muss es hier schaffen, sonst haben wir verloren. Ja, aber hast du... Ich habe nur zwei. Warum? Ja, ist alles, ich halt nur weiter, zwei okay. habe, das habe ich, sage ich doch die ganze Zeit. Deswegen müssten wir Abfangjäger-Reparatur haben. UFO-Kontakt. Ja, leg doch mal hin. UFO-Kontakt in Australien. Paralysiert. Es tut mir leid, Herr Einsatzleiter. Paralysiert vor Angst. Ja. Hier würde ich einen Forscher machen, wenigstens. 12 Sekunden. Oder wie sieht es aus? Nein, glaube ich kein Geld. Aber auf einmal kommt ja nicht die Panik um ein. Ja, das ist gut. Mach das. Doch, das ist wichtig. Einsatzphase. Echtzeitphase beendet. Okay. Wir werden alle sterben. Ich glaube auch. Ja, das sieht nicht gut aus. Egal, aber wir werden kämpfen untergehen. Zwei Credits für die Wissenschaftler. Achso, ich muss schon bezahlen. Ja. Zwei Credits für die Wissenschaftler. Fünf für die Soldaten. Jawohl. Extrem. Zwei für die Abfangjäger, erschreckenderweise. Ja. Einen für den Satellit. Ja, dann haben wir noch fünf übrig, könnten wir viel zurückkaufen. Aber Kauf Abfangjäger. Achso, jetzt kann man es machen, ne? Fünf, ja. Vier Abfangjäger, ein Soldat. Ja, kaufen wir auch Soldaten. Echt? Ja, guck mal, wir haben hier nachher die Sache, wir können hier bauen. Wir können hier bauen. Also, wenn es ein Nachher gibt. Aber wenn es kein Nachher gibt, dann brauchen wir keine Abfangjäger. Ja, auch. Kaufen Sie Donuts. Freibier für alle. Freibier für alle. Just do it. Krisen ausführen. Tja. Zwei UFOs erscheinen über einem Kontinent, der noch nicht in Panik verfallen ist. Es gibt das ist der einzige, der. Ja, das ist hier, das hier. Der Forschungsleiter muss drei Technologiekarten von der Hand ablegen. Damit sind Sie gemeint. Drei Technologie. Eine was behalten. Du wirst eh nicht dazu kommen. Eine erforschte Technologie wird abgelegt. Hier ist auch ein witziges Experiment an Nebenwesen. Sind unmoralisch und falsch. Eine erforschte Technologie ablegen. Also ich würde meine Rüstung ja behalten. Also ich kann halt das abwerfen und zwar sowas erforschte, aber keine von meinen Startstaffeln. Nee, nee. Wo sehe ich das? Also ich könnte aber die Verteidigungsmatrix zwischen. Weil das keinen Wert oben hat. Alles klar. Ach so. Ich kann auch hier, ich kann, dass ich nochmal Artefakte ablege und damit Sachen hier, Technologien quasi. Hast du was, was du da kannst? Ich schmeiß was, ich schmeiß was. Okay, gut. Forschungsleiter. Da ist gar keiner. Jetzt darfst du hier dein Glück versuchen bei der Hyperwelle. Und was bringt es? Die würde auf dem Kontinent die Panik um 1 senken. Auf einem Kontinent. Das wäre doch ganz gut, oder? Ja, aber nur in der Echtzeitphase. Ja, wenn wir es halt schaffen, wäre das nachher echt gut. Jetzt ist die Frage, soll ich das hier erschöpfen und gleich eins... Jetzt kannst du alles raushauen, weil es gibt keinen Morgen. Ne? Ich glaube, es gibt keinen Morgen. Die brauchen ihre Unterhose nicht mehr zu waschen. Wegen, nee, okay. Dann aktiviere ich hier noch einen Würfel mehr. Okay. Reicht aber schon. Ah, nee, okay. Warte mal, den Würfel ich mal ein. Ja, Würfel mal. Ist es eine 1, oder? Ist aber eh eine 1, aber ein Erfolg drauf. Und dann kann ich den erschöpfen und noch eins dazugeben. Perfekt, dann haben wir Hyperwellenforschung erschöpft für mich, ja. Na gut, hier. Der Globe, alle. Gucken wir das mal mit der Abfangjäger-Reparatur, ob das... Das wäre eigentlich ganz cool, wenn die funktioniert. Eins. Ein. Hast du... Ah ne, der war gar nicht gewürfelt, oder wie? Ne, nee, der war gar nicht. Das ist für die Schwierigkeit 3. Oh. Eins.
Ja, ich kann höchstens, wenn wir es wirklich brauchen, dann kann ich jetzt halt den Alien. Die Alien-Würfel brauchen wir hier auch. Genau. Brauchen wir, ja. Nee, geht nicht. Können wir da jetzt drüber? Ich hätte mich wirklich gefreut. Ja, nur geht nicht. Geht nicht. Man kann nicht immer einfach. Verstehst du. Jetzt werdet ihr aber mal sehen, wie ein Satellit kämpfen kann, wenn es hart auf hart kommt. Wir hätten die noch. Erstes Schiff. Und nochmal. Ich hoffe, die ganzen Erfolge raus. Ne? Ich werde einfach wirken wie ein junger Gott. Ja, aber das ist besiegt, aber selber wir auch. Umdrehen. Ja, so, oder? Ja. Erstmal so hier. Ach so. Ich bin neu, kaputt vom Himmel fallen. Okay. Globale Verteidigung, jetzt wird's ernst. Hier. Ja, du kriegst einen extra Würfel, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ich muss alle drei eigentlich die. Da muss ich mindestens zwei killen, weil eins könnten wir uns leisten, aber nicht zwei. Also dann gebe ich ihm lieber den extra Würfel. Ja, ich gebe ihm alles. Also einen extra Würfel, ja? Ja. Und jetzt bleibt es auf 1, weil ich das wieder senke. Und habe ich trotzdem noch den einen? Den hast du für den ganzen, für den Auftrag hier. Noch ein Erfolg? Yeah. Jetzt bist du auf 2. So, jetzt. Jetzt bist du auf 3. Jetzt ist beides besiegt. Aber ich kann verhindern, dass er zerstört wird. Ah ja, mit der Karte. Ja, immerhin etwas. Das gleiche machen wir jetzt nochmal. Und zwar kriegst du wieder einen extra Würfel. Das ist neu. Jetzt gehen meine Satelliten auch wirklich zur Neige, Mann. Schwierigkeit? Weiß ich nicht. Nee, nix. Keine Warte, ich denke wieder. Nee. Nee? Ich denke, das haben wir hier irgendwo brauchen. Nein, sie haben verloren. Aber wir haben verloren, wenn ich das nicht. Okay, ja, dann mach ich es. Ich muss alle drei. Nee, ich habe nicht verloren. Ja, mach mal. Jetzt bist du wieder auf 1. Ist ja richtig. Ist ja alles gut. Der geht sowieso rüber. Ja. Einer geht rüber. Ich muss den auf 0 senken, sonst haben wir verloren. Ja. Oh. Und das war's, glaube ich. Ja, weil Pulver schon. Alien-Würfel, Entschuldigung. Okay. Jetzt aber. Also jetzt kommt's drauf an. Hey, weiter geht das Spiel. Kurz knapp. Kurz abgebogen. Kurz war die Welt tot. Kurz war die Welt am Ende, aber dann. Wir lachen natürlich. Lachen wir einfach auf 5-4. Ich werde auf 5-4 einfach. Nee, ich kann nicht. Aber ein UFO ist weg und das kann irgendjemand noch was machen? Wir spielen es trotzdem. Ja, ja, wenn ich diese Mission schaffe, wird die Panik in Asien um 2 gesenkt. Yeah. Deswegen habe ich ja eigentlich gesagt, ich brauche die. Ich kann natürlich auf einem Kontinent die Panik um 1. Nicht, aber erst in der Echtzeit. Eine Echtzeit? Ja, bist du da. Den habe ich hochgeschoben. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt hier abhandeln. Vielleicht haben wir es eh schon drüber. Hier, 2. 2 in Nordamerika. Das wird ja erst nachher gefragt. 2, 3, 1. Erster in Panik verfallen. 1, 2, 3. Ist die Frage, ob wir sofort verloren haben? Nee, das wird erst. Wir sind schon auf diese Phase fertig gemacht. Wir suchen den Stützpunkt noch zu retten. Wird alles gleichzeitig scheitern. Support. Ja. Also dann werden die beiden hier mal auf den Herrn gehen. Wo sind die Würfel? Aber es ist nur ein Gegner, oder was? Ja, es ist nur ein Gegner. Da kam tatsächlich keiner. Wo ist denn der... Achso, brauchst du noch einen? Nee, ich brauch... Auf dem Boden? Ja, einer ist auf dem Boden, aber... Achso, einer ist auf dem Boden. Nee, die schaffen das so, den einfach so wegzuschießen. Dankeschön. Perfekt. Ja. Ein Artefakt. Genieß es. Wird dein letztes Mal du darfst nochmal 2 Credits in den Notfallfonds geben. Ah. Das habe ich mal aktiviert. Ich meine, sehr schön. Ja. So, dann haben wir hier die drei Leute. Die also du musst einfach Mission jetzt ich muss diese Mission jetzt schaffen. Dann haben wir es tatsächlich geschafft, die Runde zu überleben. Du musst leider von links nach rechts an. Jetzt darfst du aber aufdecken, den Fallen. Du weißt schon mal, was auf dich zukommt. Das ist ja egal. Ich muss er wird einfach spontan. Aber warte mal. Stützpunkt nicht zerstört. Nicht zerstört. Das wird jetzt schon gefragt. Einsatzausführung. Alles klar. Und einer ohne Sonderfähigkeit, das sieht ja vielleicht aus, als wenn man da was machen könnte. Wir haben hier einen Heavy Weapon Guy und ein Elite. Elite-Leute sind das. Ein Scharfschütze. Die waren jahrelang in der Offiziersschule. Oh, Scharfschütze ist sogar dafür. Genau, wir müssen diese Mission schaffen, aber ich habe die auch perfekt vorbereitet. Das ist schon mal gut. Ich habe hier perfekt vorbereitet. Wir haben hier einen Spezialisten, der 2 Würfel bringt und der Scharfschütze. Ja, auch 2 Würfel bringen, das heißt, wir haben 4 Würfel. Du kannst doch nochmal den Alien-Würfel nachwürfeln. Ich kann auch noch einmal den Alien-Würfel nachwürfeln.
Ich habe keinen ausgebildet vor lauter. Das ist schon. Apropos Ellenwürfel nachwürfeln. Aber damit ist der erste Auftrag geschafft. Ja, jawohl. Und Schwierigkeitsgrad 2 widmen wir uns. So, dem Schwierigkeitsgrad 2 wird schwieriger. Das ist, muss ein Heavy Weapon Guy sein. Aber da haben wir auch einen Spezialisten. Das heißt, eine hat du, drei, auf deine drei Schule, drei gell? Der hat gute Lehrer. Jetzt zeigt sich alles aus, was die da in der Schule gelernt haben. Bam! Ja, sehr gut. Und egal, ob sie leben oder sterben, sie werden diesen Auftrag erfüllen. Ich darf einen Scharfschützen. Den Scharfschütze hier? Ja, leider. Und der ist kein Spezialist. Der ist halt, und ist sowieso auch kein eckiges. Er ist halt ein Würfel. Das, ein Würfel. An wem hängt? Komm, Schweber! Und doch ein einfacher. So eine Taube. So eine Taube in die Aber wenn, Düse du, wenn er das hier überlebt, geht er in die Schule. Ja! Super! Bam. Und her mit dem Kadaver. Hauptsache Loot. Level nicht looten. Schlecht, nicht schlecht. So, UFO-Absturz. Es werden zwei Abfangjäger gebaut. Juhu! Rettung! Naht! Und in Asien sinkt die Panik um 2. Was ist in das? Asien. Und wir haben hier noch irgendwie legt das einfach hingesagt, oder? Das ist also einfach unfassbar. Ich hab Mann. Alles. Unfassbar. Ja, die Bodentruppen haben uns eine Runde geschenkt. Die kommen. Wo haben wir Panik? Panik haben wir in Australien. Genau. Ja. Sonst ist alles rot. Sonst ist alles so. Alles super, ja. Abgeschlossen. Karten auffrischen. Zeug bereit machen. Oh mein Gott. Aber ich habe jetzt wieder, jede Menge. Ja, ich war so frei. Aber es ist natürlich trotzdem. Ich meine, den Australien lassen wir jetzt einfach untergehen hier. Ne? Das interessiert uns nicht mehr, was hier passiert. Wieso habe ich ja nur noch 6 Soldaten? Wo sind die anderen? Tja. Ja, weil da auch nur noch 4 stehen. 6 Soldaten, das ist doch gut. Es gibt aber insgesamt 12. Verschwunden sind sie. Ach so, nein, natürlich. Sie waren noch eine Krise abwenden, sie haben sich versteckt. Null Rufus im Auge. Ja, das sieht doch super aus, wie in der nächsten Runde. Runde 5, ja. Vergesst hier nicht, deine Panik zu senken gleich irgendwo. Panik, ja, hier, genau. Ich kann auf einem Kontinent die Panik um 1 senken gleich, ja? Ja, also auf, 4, 3, 2, 1. Kann sofort jemand machen. Panik senken. Ich nehme 6 Karten auf die Hand. Panik senken auf einen. Auf einem Kontinent. Ja, das können wir noch machen jetzt, später. Ja, nee, das machst du jetzt. Das musst du jetzt machen. Drück mal okay. Okay. Finanzen. Nee, 11. Nicht UFO weg. Panik senken. Ach, Panik. Entschuldigung. 11 Credits. 11 Credits. Und danach kommt die Krise. Okay. Ah, Forschung 2 zuteilen. Okay. Forschung 2 zuteilen. Ah! Ich bin hier mit getötet und sterben nicht. Ich mach mal das mit dem nicht sterben. 11 haben wir mitbekommen. Mittel. Also. Und vor ist auch nicht so viel. Okay. Ja. Du kannst. UFO-Kontakt. Aber 2. UFO-Kontakt. Du kriegst 2 Credits von mir. Mhm. UFO-Kontakt. Oh, schnell. Ah. 1 in Orbit. Da oben, genau. Hier und hier. Stimmt, ja, stimmt. Ja. Krise. 15 Sekunden. Die 2 Credits von mir hast du genommen, die du gekriegt hast über meine UFO. Kannst du abwehren? Ja. Okay. Ich weiß auch noch nicht mit was. Ja, wer mit irgendwas ab? Schnell. Ja, ab, weil sonst Europa streikt, können wir es also. Finaler Einsatz verfügbar. Kurz warte, aber dürfen wir da schon jemand draufsetzen? Ja. Das wird ein extra nee, gesagt. Oder? Also nie also ein Einsatz. Feind in Stützpunkt eingedrungen. Feind in Stützpunkt eingedrungen. Ja. Achso, bitteschön. Ja. Krise. Setzen jetzt alles darauf, dass wir das schaffen. Der kritische Schadenseffekt des Invasionsplans wird ausgeführt. Geht es? Ja, geht. Ja, dann machen wir das. Notfallfonds verfügbar, ich war einfach alles ab. Ja. 25. Warte, Stunden. Es kommt noch ein in den Notfallfonds mehr. Und meine 2, okay. Die ich vorhin gerufen habe, hast du die? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben noch kurz Zeit. Wir werden einfach alles draufsetzen. Diese, alle Leute? Alles, was wir. Nee, ja, also sobald es soweit ist, alles, oder? Und irgendwie Augen zu und schaffen. Ja. Ja, ja, klar. Ja, aber wir müssen, der Rest muss Feind ja überleben, oder? Ja, Feind in Stützpunkt eingedrungen. Das stimmt. Jawohl. Muss der Rest überleben? Ja, klar. Werden wir, glaube ich, muss schon. UFO-Kontakt. Jetzt haben wir natürlich eine Menge Stuff im Orbit. Egal.
Forschung 3 zuteilen. Ich würde das mal wegnehmen mit der Echtzeitsache oder ein Tier wieder so ein Wiederbeleben. Verhindert, dass ein Soldat getötet wird. Da muss aber auch ein Soldatenunterstützer draufstehen. Schaffen wir das? Ein Unterstützer aufzustellen auf die Karte? Das ist aber nur eine Echtzeitphase, wichtig. Ja, lass mal, machen wir das. Okay, weg. Soll das machen? Wird es hier Einsatzgruppen losschicken. Finaler Einsatz. Ach, finaler Einsatz. Ja, der. Hau alle Spezialisten raus, alles raus. Wir dürfen da aber auch nicht sterben, der, und so weiß darf jetzt nicht den Bach untergehen. Ne? Ja, den müssen wir schaffen. Ja, also die Frage ist jetzt, soll ich noch einen raufstellen oder nicht? Ja, ich würde sagen, wir auch probieren. Nee, ich lasse, ich stelle hier noch ein paar rein, ich stelle hier da noch drei rein. Ja, da muss auch noch zwei hin. Zwei vielleicht da und vier auf dem Finale. Zwei Sekunden. Fertig. UFO-Kontakt. Hast du denn noch hier so einen Unterstützungssoldaten? Nee, weil der muss dahin. Der muss dahin. Okay. Also der muss nicht dahin. Es wird auch knapp mit dem Geld, sag ich mal. Forschung 1 zuteilen. Soll das weiter erforscht werden? Nee, das man ist kann nicht mehr erforschen. Okay. Das ist aber, er kann eine klar, Platte regenerieren. Ich kann nicht mehr erforschen. Ja, wir können doch jetzt Geld ausgeben. Feind im Stützpunkt. Ja, dann lass lieber das Geld ausgeben. Weil nächste Runde dann bestraft werden. Nee, oder dann ist er gleich angefangen. Achso, Feind, ja. Ja, Feind. Abfangjäger starten. Dafür hat er einen Fänger. Okay, also wir müssen. Ich muss wir das. Müssen es. Wir müssen das hier. Das bringt, glaube ich, nichts mehr Einsatz hier zu schaffen, wenn die Welt parallel dazu in Panik ist. Warte mal. 10 Sekunden. Hau raus, was du kannst. Das ist, da ist leer, da ist momentan nichts. Momentan ist leer. Ich könnte auch noch einen verschieben. Du kannst auch einen verschieben. Ich glaube. Okay, schnell. UFO-Kontakt. In den Orbit. Satelliten starten, ich muss aber. Hast du dafür noch was eingeplant? Nee, ja, doch, Start. Wie viel? 2. Stützpunkt verteidigen. Wie viel Zeit? 3. 3 habe ich eingeplant für dich. 3? Mhm. Sehr gut. 3 da. Okay. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Echtzeitphase beendet. Alles klar, dann schauen wir mal. Ja, lass uns jetzt die Welt retten. Also drei, du brauchst 6 Geld. Erstmal 2 für die Wissenschaftler. Ja, 2 sind hier. Dann 6 für die Soldaten. Ja. Dann 3, 6, 7 für die Abfangjäger. Und 2 für die... Dann fehlt tatsächlich doch 1. Ja, 1 fehlt, okay. Das ist Afrika. Aber mit der höchsten Panik um 1. Mit der höchsten? Also mit der niedrigsten, dachte ich. Nee. Mit der höchsten. Dann habe ich mich um 1 verzählt. Ja. Warum hast denn du da 2 gelegt? Ja, du hast ja 2 gesagt. Du hast 2 gesagt. Ja. So ist es halt. Ja, tja. 1 verzählt. Also ich glaube, einer, wo schon in Panik ist, kann gar nicht steigen. Nee, kann nur der sein. Soldaten anwerben, da haben wir natürlich nichts mehr übrig. Krisen ausführen. Gucken wir mal, ob wir die irgendwie wieder runterbekommen. Kritischer Schadenseffekt des Invasionsplans wird ausgeführt. 2 UFOs erscheinen im Orbit. Fast keine UFOs mehr. Ja. Forschung noch, ja. Wieder voll. So, jetzt gucke ich mal. Warte mal, was wir hier haben. Ah, ich habe hier meine, ich habe vor lauter Dings hier überhaupt nicht meine Dings mehr benutzt. Vor lauter Panik. UFOs mehr. Also, wir haben sowieso keine UFOs mehr, deswegen gehe ich mal hier drauf und gebe den schon ein. Ja, wenn ihr mal nicht hinstellt. Und würfel mal. Auch mit 2 Würfeln, würde ich sagen. Dann können wir wenigstens noch was regenerieren. Schwierig, Thomas. Schwierigkeitsgrad 2. Ja, geschafft. Bitte sehr. Ah, da könnten wir doch das regenerieren. Jetzt können wir das regenerieren. Aber das ist ja in Echtzeit. Ja, das ist in Echtzeit. Ja. So, okay. UFO-Flieger. Wieder auf 1 runter. Ja. Einer. Achso, fehlt noch einer. Schwierigkeit 2. Nein. Schade. Schwierigkeit 3. Ja, aber Wissenschaftler ist erschöpft. Hm. Okay, aber da ist ja keiner. Mehr. Das ist auch nicht mehr für wichtig jetzt gerade. Der kann aber einen retten. Jetzt nee, muss nee, ich mal wieder würfeln. Ich kann Soldaten retten. Ja, du brauchst mal einen Flieger dafür. Ja, ich weiß. Orbitale Verteidigung. Einer. Damit, oder? Ja, verhindern, dass das stimmt. Da ja, und dann hast du den Dart im Vorrat, theoretisch. Ja. Theoretisch. Was machst du jetzt? Orbitale Verteidigung. Ja. Na, zeigen Sie mal, was die Satelliten so können.
Bisher hat das alles einwandfrei funktioniert, diese Systeme. Aber das ist eigentlich so viel, da kannst du gar nicht mehr daneben schießen. Aber schon Schwierigkeitsgrad 3 schießt, bis ich kaputt bin wahrscheinlich. Oder? Sturmsoldaten hast du hier auch verwendet. Ne? Jetzt bin ich kaputt. Wir heben meine Karten für dafür auf. Dann. Tja, okay. Uiuiuiuiui. Kommandoverteidigung, Herr Kommander. Tja, viel Glück, hier geht's los. Hier. Auf 1 fangen wir an, extra Würfel machen wir alles. Ja, wir werden den Auftrag versuchen zu erfüllen. 1 kommt weg, Schwierigkeitsgrad 2. 1 kommt weg, Schwierigkeitsgrad 3. Und 5. 5. Sehr gut. Und du kannst den jetzt retten? Den kannst du gleich mal retten. Ja. Und dann kannst du was jetzt noch theoretisch machen? Theoretisch kann ich danach das machen für den Soldaten. Ah, super. Dann retten wir mal unseren Heimatkontinent. Ja, obwohl der schon den... Schwierigkeit Grad 1. Du hast mehr Würfel. Ich habe ja viel mehr Würfel. Entschuldigung, das machen wir nochmal. Gerade nochmal. Glück gehabt. Ja, ich habe ja 3 Würfel. Das war schon ja, aber 2 Erfolge. Ja, super. 2 Erfolge. Okay, das schaffst du. Schwierigkeit Grad 2. Nein. Oh, warte, sollen wir den nochmal würfeln? Das ist total. Aber guck mal, einen haben wir doch geschafft. Ja, aber wir wären alle Schiffe kaputt. Ja, aber wenn wir die Mission schaffen, haben wir gewonnen, oder? Okay, ja. Dann heben wir es uns auf. Ja, dann ist alles kaputt. Alle kaputt. Aber ich habe das geschafft hier. Ja, ich meine, ja. Das ist eine Mischung aus. Das war eine kleine Rechenfehler. Das war nur, weil wir uns hier missverstanden haben. Ich habe gedacht, es war nur eins. Naja. Jetzt wie viel darf ich setzen, war die Frage. So. Ich habe nur gedacht, ob du überhaupt einen setzen willst. Noch einer? Der Kamin kannst du auch noch erwischen. Nein. Was stand denn da? Guck mal, kämpfen sie jetzt, ja? Jetzt müssen wir mit dem Rücken zur Wand stehen kämpfen. Ja, ja. Aber jetzt der Independence Day und so. Mhm. Die beiden bleiben. Machen wir hier weiter wieder auf einen. Ich bin sehr zweifelhaft, die der. Gleich kaputt. Damit kannst du mäßig hier so. Und jetzt haben wir 2 hier, das könnte man verkraften. Hm. Ein da, das könnte man auch noch verkraften. Und der ist eh schon. Weiter. Aber der da ist echt nur wegen dieser Überzahlung. Ja, aber, achso, das war echt Zeitphase. Ja. Machen wir trotzdem mal weiter. Wer weiß, was das Spiel wichtiger für mich. Nee, du musst es jetzt auch den Einsatzleiter. Stützpunkt. Okay. Stützpunkt. Doppelgänger, Auslösung, diese Fight. Tot kalkuliert. Das kann sein. Tja. Ja, aber es war hitzig. Es war ja, aber ich meine, das wäre auch echt. Ich bekämpfe hier den Schweber auf jeden Fall. Mit dem. Ich kann. Sie haben 2 genehmigt, Herr Commander. Ja, gut, das ist nicht unwichtig, weil das da. Das mit dem Unterstützer? Ja. Ach so, hier stinkt. Oh Gott. Stimmt, das ja, es kommt ja nachher noch, oder kam das schon? Wenn wir das schon sein, wir auch den. Ja, wir gucken. Genau, das haben wir, stimmt, die haben wir noch gar nicht erhöht. Das waren noch zum ersten Mal 5. Nee, das kam noch bei orbitale Verteidigung aus, ja. Und was, was? Ach so. Mit der geringsten Panik 1. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, von wegen unwichtig. Seht ihr, wir haben nämlich ein immenses Problem. Das sind bei 4, 5, 4. Ja, aber vielleicht ist ja okay, wenn wir das schaffen. Ja, da war nämlich immer 0, ja? Ja, ja. Und wenn es drauf ankommt, dann kann man sagen, ich sage eben auch. Aber ich muss hier gegen Schwerer kämpfen. Sturmsoldat kann ich einen Schaden machen. Mach. Oh, das war nur 1. Ist da ein Sturmsoldat? Ja, das ist ein Sturmsoldat. Warte. Das ist der Schweber, ja. Ist der ja, der muss weg. Aber man darf man höchstens einmal Bohne würfeln. Genau. Okay. Dann muss ich den hier. Schwierigkeit Grad 2 jetzt. Und einen musst du noch umhauen. Ja. Mit wenigstens das. Aber das ist klar. Das war schon, wir mussten die 2 dahin. Ja, ja, klar. Ich habe eigentlich noch glorreich verteidigt, einigermaßen. Mhm. Aber. Tja. Was soll ich denn wegnehmen? Den Doppelgänger? Nee, den auch. Den da erstmal nicht. Aber Doppelgänger bringt wieder einen, genau. Ja, ja. Ja, einen können wir uns noch leisten. Also den machst du jetzt? Ja. Mach den weg, ja. Den Außengegner. Auf 2 bitte. Hast du noch einen Würfel? Weil der muss weg, sonst sterben wir. Aber ich. Ja, okay. Dann hast du noch einen Würfel, ja. Die Frage ist, was wirklich wichtiger ist, ne? Die Frage ist, wir sterben sowieso. Ich frage mich, die Frage ist, ob wir sowieso sterben oder nicht. Vielleicht. Ja. Letzte Schwierigkeit Grad 3. Ach ja. Mach mal weg. Die Basis darf nicht zerstört sein. Nee. Ja, wir haben eher so. Wir versuchen einfach mal wenigstens das
Willst du den Auftrag? Nee, mach das für das. Wir wollen doch den Auftrag schaffen. Ja, aber wenn ihr alles zerstört, dann sehen wir ja noch beides. Beides. Der Ray hat da nur noch ein Ding. Kann man gar nicht machen. Guck mal, die Satelliten müssen mal aus zum ersten Mal. Ja, okay. Also gut. Verteidige die Basis. Ein Erfolg. Die sind tot, oder? Achso, du würfelst nochmal neu, super. Ein Erfolg. Jetzt, halt jetzt kannst du sterben, oder? Du musst einfach noch einen Erfolg würfeln und nicht sterben. Dann. Da ist er. Ja, okay, aber sie sind auch tot tatsächlich. Egal. 4-4. Basis kriegt einen Schaden. Krieg ich den noch? Basis kriegt einen Schaden. Das heißt, wir kommen zwei Hobbits, zwei UFOs hier rein. Ja. Richtig? Durch den Effekt. Das ist gerade nicht zerstört. Ja, sicher. Das war super. Ja. Es geht tatsächlich weiter. Einsatz. So, jetzt warte mal. Ich habe hier die Möglichkeit, platziere ein Erfolgssymbol auf einen Einsatzauftrag, dem für jedes seiner Symbole ein Soldat zugeteilt ist. Hast du einen Heavy Gunner und einen Sniper? Ich habe einen Heavy Gunner und einen Sniper. Dann gebe ich jetzt zwei Forschungstypi aus, spiele die ab und dann haben wir das erfüllt. Ein dünner Mann ohne Doppelgänger. So, ja. Das haben wir schon mal erfüllt. Nee, das braucht nämlich leider drei Erfolge. Ach, dann haben wir schon mal einen Erfolg dahingelegt. Das ist ja auch gut. Okay, ich kann dir einmal noch einen Würfel geben und einmal die Bedrohung. Ich habe alles gegeben. Und ich kann zweimal den Alien würfeln. Du hast ja ohne Ende Würfel. Du hast ja vier Würfel. Oder? Ja, nicht fünf. Na, hau mal rein. Ich kann zweimal den Alien würfeln. Also. Kann ich mehr als vier Würfel würfeln? Theoretisch schaffst du fünf. Ne? Du darfst einen nachwürfeln, würde ich sagen. Ja. Also ich hab schon fünf Würfel. Ja, dann mach das erstmal mit den fünf. Oder willst du diesen Punkt lieber da haben? Ist das besser? Nee. Ist automatisch geschafft? Nee. Nee, schon besser. Wenn er jetzt gleich 88 Symbole würfelt. Nee, nur eins. Aber nur einer. Okay, kannst du neu würfeln, den Alien würfeln? Aber es ist trotzdem nur ein Erfolg. Ist ja okay, dann reich erstmal. Weiter geht's. Ich erschöpfe meine UFO-Navigation und mache damit wieder mein Satellitenkontrollzentrum bereit. Okay. Ich kann nochmal den Alien würfeln. Willst du den raufsetzen? Die Bedrohung? Nee, den. Achso, du hast jetzt magisch raufgesetzt. Ja, den muss ich noch eigentlich. Ich bin schon. Da waren 3, 8, 7, alle hast du richtig. So, und damit ist der erfüllt. Ich senke sie auf 2 zurück. Super. Dann muss der eine Mann hier, der Supporter, der muss es schaffen. Der kriegt 2, der Spezialist kriegt 3 Würfel. Mhm. Willst du den extra? Ich hab noch eine Sache. Entweder noch einmal senken oder noch einen extra Würfel. Was du lieber willst. Senken. Dann senke ich jetzt auf 1. Damit bin ich raus. Mhm. Einmal einen Würfel, nachwürfeln. Erfolg. Jawohl. Und jetzt kommt der letzte Herr, der Heavy Metal Gunner, der jetzt hier, wo der dünne Mann noch steht. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Ja, aber mal sehen, den dünnen Mann muss man erstmal mit so einer Rakete treffen, weißt du, den dünnen Mann. Alles ist in Panik, aber gleichzeitig wird die Welt gerettet. Das ist doch das genau das Showdown. Mit dem dünnen Mann. Mit dem dünnen Mann. Der Kadaver kommt zu mir. Das heißt, wir haben den finalen Aufsatz geschafft. Ja, aber das ist die Frage. Was mach mal weiter. Also, wir müssen weiter. Ja, was ist da alles in Panik? Oh Gott, das hier. Achtung, das Spiel endet, wenn zwei oder mehr Kontinente in Panik verfallen sind. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher? Was ist denn der vierte? Also, Südamerika, hier. Australien, Nordamerika hier. Und Asien. Hier. Das kommt da oben. Genau, oben kommt noch rüber und das kommt hier. Tja. Game over! Ja, aber wir haben es quasi so knapp. Ja, es war wirklich also, wir haben gesehen, die Bodentruppen haben es geschafft. Was versagt hat, ist ganz klar. Aber um mal ganz ehrlich sonst zu sein, wir mehr Geld gehabt, steht hier Spiel gewonnen, wenn man das hat. Wir haben das ja erfüllt. Ach so, das ist ihr spielt Spiel gewonnen. Weil sie das erfüllt haben, dann das kriegt man ja das. Vorher passiert ist. Das könnte man auch. Ja, das ist, was zuerst passiert ist und dann wird das erst gemacht. Das ist die Frage. Obwohl, doch. Hört auf den Forschungs. Der Einsatz wurde ja mal getriggert. Ja. Der wurde ja getriggert. Und somit haben wir das Spiel vorher gewonnen. Hätten wir gewonnen. Ansonsten, ja, wie ihr meint, schreibt es uns in die Kommentare, was ihr meint. Haben wir jetzt gewonnen oder haben wir doch verloren? Also, das war auf jeden Fall aufregend. Auf jeden Fall. In dem Sinne. Ja, vielen Dank, dass ihr der Rettung der Welt beigewohnt habt, die entweder in letzter Sekunde gerettet wurde oder in letzter Sekunde vernichtet wurde.
Wir haben alles gegeben. Beides gleichzeitig passiert. Wie man das eigentlich von einem echten Showdown erwartet. Und es war sehr cool, muss genau. Sagen. Also wer irgendwie, ich finde, wer so kooperatives Zeug und nichts gegen Echtzeit hat, schaut euch das mal an. Auf jeden Fall sehr lustig. Ich finde es wirklich eine sehr coole Bereicherung. Aber vielleicht, wenn sie einen besseren Commander haben, der nicht so knausig ist. Ich habe es einmal in der Situation wurde es schon... Er hat schon gut gemacht. Ihr habt natürlich recht, das haben wir jetzt irgendwie gar nicht. Wir sind jetzt stur durch die App, aber wir haben natürlich den Auftrag abgeschlossen. Und, das steht und somit haben wir das Spiel gewonnen. Aber es ist natürlich, das heißt, du könntest das... Frage, also kannst du es dann so wie wir halt im Prinzip, es ist wirklich eindeutig eigentlich untergegangen und dann haben wir es gemacht. Wir haben es ja, also ihr müsst doch einfach mathematisch denken. Ich meine, ja, alles ist in Panik, aber gleichzeitig haben wir dann das Alien-Mutterschiff zerstört. Es wird sich nach und nach, es dauert Monate, aber eines Tages wird das Lachen und hier immerhin unser Kommandozentrum, ne? Ja, also ich fühle mich auch so ein bisschen als Held. Ja, das war's. Bis dann. Danke fürs Zuschauen, kommentieren. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.